Das ist das Staffelfinale der relevantesten Brettspielsendung in der gesamten Dachregion. Dachregion, das steht für Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir spielen Carcassonne, jetzt geht's los. Ich finde, Dachregion ist einfach das beste Wort. Einfach die beste Abkürzung, die es einfach gibt. Das macht einfach super gerne. Hätte man das auch Chat sagen können? In der Chatregion? In der Chatregion, ja. Das ist doch so. Stimmt! Nee. In deinem Sektor, sagen Radiomoderatoren. Hey Chat, was los? Was los? Wir spielen Carcassonne heute mal wieder. Staffelfinale, letzte Sendung vor der wohlverdienten Sommer. Carcassonne, Carcassonne, Carcassonne. Oh ja, Carcassonne, Carcassonne, Carcassonne. Ja, und an meiner Seite sind Nils. Vielen Dank. Bekannt aus diversen tollen Formaten. Etienne Gade, ja. Auch bekannt. Und Mara, wann kommt Bridge of Empires wieder? Wie bitte? Nix. Und ich bin auch wieder mit dabei. Und wir und ich würde sagen, wir schnacken einfach mal nicht lange. Wir fangen einfach mal an jetzt, oder? Ja, willst du dich erstmal erklären? Erklär dich mal. Gute Idee. Dafür habe ich eine Matz vorbereitet. Das sind die Regeln. Erklär dich mal. Bei Carcassonne gibt es insgesamt 72 Landschaftsplättchen, auf denen Städte, Straßen oder Klöster abgebildet sind. Zug für Zug legen die Spielerinnen und Spieler ein Landschaftsplättchen aus. So entstehen mächtige Städte, lange Straßen und Klöster, die Punkte bringen. Aber wie funktioniert das genau? Mann, Fabi, aber dann sag sowas doch auch mal vorher. Sobald ein Spieler oder eine Spielerin am Zug ist, darf er oder sie ein zufälliges Landschaftsplättchen platzieren. Jetzt kann auf die soeben gelegte Stadt, Straße oder Kloster ein Miepel gestellt werden. Im Falle einer Stadt oder einer Straße ist das aber nur erlaubt, solange noch niemand anderes darauf steht. Diese Situation kann auftreten, wenn die jeweilige Stadt oder Straße aus mehreren zusammenhängenden Teilen besteht. Sollte eine Stadt oder eine Straße abgeschlossen sein, wird diese sofort ausgewertet und die jeweiligen Miepel kommen zurück in den eigenen Vorrat. Eine fertige Stadt bringt für jedes Plättchen 2 Punkte plus 2 Punkte für jedes Wappen. Eine fertige Straße bringt pro Plättchen 1 Punkt. Ein Kloster gilt als abgeschlossen, wenn es von 8 Landschaftsplättchen umgeben ist. Dann bekommt man 9 Punkte. Wichtig: Sind mehrere Spielerinnen und Spieler an einer Wertung beteiligt, zum Beispiel wenn 2 angefangene Städte irgendwann zusammengelegt werden, bekommt der oder die mit den meisten Miepeln in der Stadt den Punkt. Am Ende des Spiels gibt es nochmal Punkte für alle angefangenen Städte, Straßen und Klöster. Bei den Städten erhält man aber nur noch 1 Punkt pro Plättchen und Wappen. Zu guter Letzt noch eine kleine Sonderregel, die Bauernregel. Sobald ein Landschaftsplättchen gelegt wurde, kann ein Miepel auch auf eine Wiese gelegt werden. Achtung! Diese Miepel verbleiben bis zum Schluss dort und kommen nicht mehr in den eigenen Vorrat zurück. Wiesen werden durch Städte und Straßen getrennt und natürlich darf auch hier ein Miepel nur auf eine bisher noch nicht besetzte Wiese gelegt werden. Am Ende des Spiels werden pro abgeschlossene Stadt, die an eigene Wiesen grenzen, 3 Punkte vergeben. Auch hier gilt, hast du mehr Bauern auf einer zusammengelegten Wiese, bekommst du alle Punkte. Freut euch auf eine klasse Runde, denn Eddie hat bereits intern angekündigt: Ich bin überragend in Setzersene. Ja, das sehr schöne Mats, Fabian. Ich würde sagen, das ist alles klar, oder? Habt ihr Fragen? Nö, das loslegen, oder? Super easy. Super easy, oder? Ja. Irgendwelche, also das kam, glaube ich, in der Regel nicht vor. Wir haben 7 Miepel, jeder in dem Vorrat. Ne? Und also schön haushalten. Ich hab doch gerade gesagt, wir haben keine Fragen. Ja, ich sag gar nichts mehr. Und ich würde sagen, wir gehen gleich rein ins Game. Und wir haben das Spiel schon auf, ihr seid alle drin, geil, dann kannst du loslegen. Ellie hat gerade gesagt, alle machen den Chat aus. Ich hab mich dran gehalten. Ja, die schreiben doch dann rein, Tipps und so. Aber das ist ja kein Spiel, wo man Okay, also ich will nur wissen, dann mache ich auch einen Chat an. Ihr könnt, also es ist ja. Ich bin dafür, dass man allein spielt und sich nicht helfen lässt. Ich bin der Einzige, der den Chat eben nicht anhat. Ihr wart die 2. Ich hatte den Chat überhaupt nicht. Du wolltest ihn anmachen. Ich wollte nur gucken, ob meine Aktien noch so erfolgreich performen. Ja, ich bin immer nach wie vor nicht reich. Sag's aber Bescheid nach wie vor. Ich sag dann relativ schnell Bescheid, wenn ich dann. Aber also so. der Chat kann eh nicht. Ich sehe in Maras glänzenden Wangen, wie sich der Chat da widerspiegelt. Ja, also ich habe ihn nicht offen. Nee, Nils, aber wir müssen das Kriegsbeil jetzt mal begraben. Nein. Ich hab gedacht, für dieses Spiel können wir uns doch mal verbünden, oder nicht? Ja, High Five. Wieso habt ihr denn Beef? Okay. Ja,
Mara und ich, wir sind immer so, man geht ja immer zuerst gegen den besten Spieler. Und deswegen haben Mara und ich immer. Ihr geht immer gegen mich, ne? Oh ja. Gott, ja. Ist das eine unsympathische Zusammenstellung hier? Nee, aber mal ganz kurz. Ich finde, der Chat kann ruhig anbleiben, weil wir haben ja keine geheimen Informationen. Also Dinge, die. Mach ihn doch einfach aus. Naja, aber du kannst ja schon. Drei Leute haben sich jetzt geeinigt. Mach ihn doch einfach aus. Ja, aber ich will doch gern bei meinen Zuschauern sein. Dann ja. Machen alle ihn halt an. Alle machen ihn an. Alle machen ihn an. Aber ohne Tipps. Aber ohne Tipps. Keine Tipps okay, in den Chat. Okay, lieber Chat. Komm, wir machen einen Deal heute. Keine Tipps. Keine Tipps in den Chat, okay? Keine Tipps in den Chat. Ich hab euch an, Chat. Ihr müsst keine Tipps geben, aber ein Totenkopf bedeutet, macht das nicht. Ja, also wer nur mit Chat gewinnen kann, ist schon von vornherein ein Verlierer. Das stimmt, da gebe ich dir völlig recht. Also, der erste Zug liegt bei mir, wir sind direkt hier im Spiel. So ein Zufall. Das ist überhaupt kein Zufall, das war auch rein random. Ist doch gut, ich ärgere dich doch. Ich habe schon so lange bearbeitet, dass das Schuldgefühl mittlerweile wirklich echt ist. Also, ich lege hier. Was, Nils besetzt die Straße? Okay, Leute, mach ich. Ich leg meinen Meeple hier rein und damit ist Eddie dran. So, was muss ich machen? Also du hast, dir wird ja jetzt angezeigt. Warum bin ich rosa? I don't wanna be Mr. Pink. Okay, was muss ich machen? Dir wird jetzt angezeigt, wo alles theoretisch das Plättchen, was du unten rechts sieht, hingelegt werden kann. Das musst du natürlich jetzt. Das wie und wie lege ich's? Indem du auf das Feld draufklickst. Ach so. Ja. Aber wie rum? Kann ich es da noch drehen? Ja, du kannst es da noch drehen, wenn es drauf liegt, ja. Okay, also Moment. Du hast also einen Meeple in die Stadt da gelegt. Yes. Mhm. Hä? Bin ich im selben Spiel wie du? Nee. Nee, geh noch mal raus. Das fällt euch jetzt auf? Nee, woher sollen wir denn wissen, in welchem Spiel du bist? Okay, geh mal auf Fortsetzen noch mal. Und dann nehmen wir das andere unten. Alter, das ich war im Spiel von Fabian Kran. Aber es sind zwei Spiele von Fabian Kran. Ja, ich hab natürlich. Oh mein Gott. Nils, mach einmal was richtig, bitte. Gehen wir auch spielen da? Wer macht denn zwei Spiele mit dem Namensspiel von Fabian Krane? So, ja. Darf ich jetzt meinen Zug machen? Ich glaube, Fabian Krane macht das. Was ist bisher passiert? Wer bin ich überhaupt? Du bist. Ich jetzt blau, ich bin gelb. Mach mal den Chat zu, Eddie. Ich wollte ja nur wissen, was das ist, wenn das ich das ganz kurz nicht. Übrigens, Eddie, du siehst ja unten dieses Feld rechts neben der Kamera. Da kannst du sehen, welche. Ja, klick mal drauf. Da kannst du sehen. Passiert gar nichts. Wieso? Passiert da nichts? Weil jetzt noch keine Wiesen besetzt sind. Ah, okay. Aber was genau. Ist, wenn ich hier drauf drücke? Ja, geh mal drauf. Da kannst du sehen, welche Karten es insgesamt gibt und welche noch drin sind im Deck. Okay. Das ist jetzt aber erstmal egal. Das ist für dich auch das. Was ist diese Farm hier auf der Karte? Bedeutet die irgendwas? Nee, in dem Spiel nicht. Nee. In dem Spiel nicht. Und das hier ist Stadt auch, ne? Ja. Stadt also und. Wenn ich das jetzt. Kann ich das erstmal hier hinlegen oder ist dann schon der Zug gemacht? Nein, kannst du hinlegen. So. Ah ja, das wäre ja dumm, weil dann gewinnst du. Dann würde meine Stadt beendet werden, ja. Weil die ist dann direkt abgeschlossen. Yes. Okay, ich verstehe es langsam. Ah ja, und hier kann ich dann auch drehen. Okay. Nils, für dich auch, da unten rechts kannst du die Outs sehen, ne? So, komm, mach ich jetzt einfach wie mal so. Also wenn, oder die Karten, die noch drin sind, wenn du klick mal drauf. Auf den. Ja. Kannst du sehen, welche Karten. Super, Spiel ist abgestürzt. Ernsthaft? Ja, nee, doch nicht. Doch. Doch. So, weil, Alter, Fabian Krane lotst mich schön. Ich hab noch. Sorry, ich muss noch mal fragen. Ja. Diese Geschichte mit der Wiese. Alter, ernsthaft? Das ist nur interessant, ist wenn ich abgestürzt? Den hinlege. Ja. Oder wenn ich den auf eine Wiese stelle, dann zählt das auch. Nicht verarschen. Genau, aber das kannst du erst machen, wenn du die Karte hingelegt hast. Dann platzierst du den Meeple. Ja, ja, ich könnte ihn jetzt auf die Wiese legen oder auf die Wiese stellen. Nee, wenn du ihn da auf die Wiese tust, dann würdest du ihn automatisch legen. Ach so. Okay. Yes, genau. Das fängt ja gut an. Ja, das wird dann gleich alles super, Nils. So. Eddie hat seine erste Stadt eröffnet. Ich warte dir kurz, bis ich. Untere, genau. Okay, und Nils kommt auch zurück ins Spiel, Leute. Hey. Es läuft. Alles wird gut. Und du bist gleich dran. Ja, also heißt es gleich jetzt, oder? Ja. Nils, mach doch mal, wir warten alle auf dich. Wo ist, wo, wie
geht denn das jetzt? Also. Wo ist denn jetzt die Karte? Du, da ist die. Ja? Du musst mit der Karte nichts machen. Die werden jetzt gerade automatisch angezeigt. Wo du sie überall hinlegen kannst. Wo du sie alles hinlegen kannst. Ja, aber ich sehe ja nicht mal, welche Karte ich habe. Doch, doch, unten rechts. Die da. Die. Ah. Die hast du gezogen. Ist es die da? Ja, das ist genau die. Die mit dem. Das war ein Scherz, Mann. Das war ein. Verstehst du? Ein Gag von Nils Bohm. Der weiß überhaupt nicht, wer die Fantastischen Vier sind, Alter. Wer ist das? Musst du nach aktuellen Bands fragen, die heutzutage in sind. Nicht nach so alten Kram. So was, der kennt sowas so, wie. Jetzt, wenn ich die jetzt so hinlege, sowas wie Spider Girls. Keine Ahnung, ich kenne keine aktuellen Bands, merke ich gerade. Spider Girls, was? Spider Girls. Ey, Leute, Revolverheld. Jetzt, wenn ich jetzt die hinlege, aber die Frage, ob ich dann gleich ein Männchen da rein miepeln will, das. Darf ich dann danach machen? Genau. Also erstmal Häkchen und erstmal dann hinlegen. Nee, erstmal hinlegen. Erstmal hinlegen, ja. Also hast du ja schon auf hingelegt. Das Yes. Zack. Und dann miepel ich jetzt. Yes. Und jetzt kann ich hier miepeln. Jetzt kannst du rummiepeln. Jetzt kannst du miepeln. Jetzt kannst du ihn entweder auf die Wiese legen. Ja, nee, pass auf. Oder in die Stadt. Da will ich ihn rein miepeln. Aber ich kann nur einen, ne? Und jetzt musst du, ja. Jetzt musst du ex. Ja, Mann, geil. Annahme. Ich bin voll in the game. Das kann dauern heute. Falls ihr die Hoffnung hattet, dass wir heute vielleicht sogar in der langen Ausgabe zwei Spiele spielen könnten, dann denke ich mal, hat sich das gerade verselbstständigt. Aber ja, ich freue mich drauf. Ja, wieso? Ja, mit einem Timer hätten wir das hingekriegt. Ich habe für Timer plädiert. Ihr lacht doch nicht. Ich habe gesagt, lass einen Timer machen. Mara ist am Stug. Mara hat diese wunderbare Karte gezogen, wo zwei Städte drauf sind, die so über Eck gehen. Ja. Und sich abschließen. Achso, das sieht man unten. Ja, das könntest die Karte von Mara. Das ist natürlich eine sehr gute Funktion, ne? Mhm. Was ist eure Taktik heute? Gewinnen. Okay. Die Farben, vielleicht mal erklärt für die Zuschauer. Die das hier als Podcast gucken, eine Brettspielsendung. Also Mara ist gelb, ich bin rosa, Nils ist schwarz. Nee, das stimmt nicht. Hä? Nee, ich bin gelb. Auf dem Bildschirm sind andere Farben als bei mir. Gelb. Bin ich im richtigen Spiel? Ich sag gar nichts mehr. Jetzt. Figure it out by yourself, you motherfucker. So. Also, ich bin blau. Eddie ist rosa, Nils ist gelb und Mara ist grau. Vielleicht für die. So, ja. Hab ich's auch bei mir. So, dann so jetzt mal miepeln. Ach so, das sieht man ja auch an den Fensterrahmen. Das genau. Sieht ja jetzt erst. Die Regie ist nämlich klug. Ja. Okay. Mara, hast du schon gemacht? Ja, ne? Ja. Ich bin wieder ja. Dran. Okay. Leute, ich komme nicht mehr raus. Warte. Oh, hat nicht ganz geklappt. So, jetzt mach doch mal. Ich warte doch die ganze Zeit. Wer ist denn jetzt schon wieder dran? Ich bin dran und ein langsamer Esel. Ey, jetzt komm. Guck mal, Nils, ich gebe dir Chakra-Energie. Was? Ja, warte, ich komm. Meine Hand ist wesentlich größer als deine, siehst du? Aber was sagt das über deinen Penis aus? Oh, ich freue mich, dich zu sehen. So, Leute, ich mache jetzt die ersten Punkte hier. Ja, mach doch einfach. Laber uns doch nicht voll gerade. Und, aber kannst du so legen, dass die Stadt bei mir noch eine Chance hat zu gedeihen? Nee, das würde ich ja ganz gerne nicht. Das wäre ja ganz gut. Okay, also du bist so einer. Gut. Einmal ganz kurz weiter. Ich muss kurz überlegen. Ja, was gibt's da zu überlegen? Nein, schließ doch was ich jetzt mache mit dem Miepel. Was ich jetzt mache, wo ich den hinsetze. Oder ob ich überhaupt einen hinsetze. Ey, weißt du, wer Miep macht? Der Roadrunner. Weißt du, was der Roadrunner ist? Ein schnell. Arschloch. Arrogantes Arschloch. Nee, schnell. Okay, pass auf. Der Kojote ist das Genie. Unzählige Patente angemeldet. Okay, ich leg den jetzt hier hin. Let's go. Bauern, ersten Bauern gelegt. Das wird bei mir nicht geupdatet. Bei mir auch nicht. Doch, gleich. Jetzt, okay. Alter, hat er sich ein Haus geschnappt, diese Immobilie. Sahne hat mal wieder. Und ich hab eine Wiese, umzingelt von Wiese. Ich habe alle Devisen-Gags letztes Mal schon gemacht, übrigens. Falls einer. Also. Okay, Eddie hat jetzt ein Kloster. Ne? Kloster haben wir in den Regeln gelernt, gibt dann Punkte, wenn es umbaut ist. Komplett umbaut? Ja. Mit 8 Plättchen, dann gibt es 9 Punkte. La, 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 aber warum kann ich das hier hinlegen? Das verstehe ich nicht. Warum leuchtet das hier, als ob ich es da hinlegen kann?
Nee, das leuchtet einfach nur. Das leuchtet nicht, da kannst du es nicht hinlegen. Ach, das ist einfach nur Nils Gebiet. Sieht aber so aus, als ob es leuchtet. Aber kannst es nicht hinlegen. Du kannst es die freien Flächen. Also ist relativ klar, wo man es hinlegen kann. Ja. Allein auch schon wegen der Physik des Städtchens. Das Spiel nimmt einem halt auch schon viel Arbeit ab, relativ deutlichen Hinweis gibt, wo man legen kann. Ja. Und wer claimt dann das, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier hinlegen würde, yes, dann hättest du das Recht auf das Kloster, weil dein blauer Miepel... Nein, du musst da jetzt einen Miepel reinsetzen, wenn du das Kloster haben willst. Wenn du das Kloster haben willst, musst du ihn draufsetzen. Dann muss halt ein Miepel reinmiepeln. Achso, dann muss ich mit Miepeln. Miepeln muss ich dann, ja. Verstehe. Aber du musst das Kloster natürlich auch so bauen, dass du da links noch deine Stadt auch bauen kannst. Wie dumm ist das denn hier mit dem Stadtansatz eigentlich gewesen? Naja, gut. Ich mach jetzt einfach meinen Move. Ja, dann mach doch mal. Ja, mach ich jetzt auch. So. Ja, schwierige Entscheidung, ne? Es ist scheißegal. Das ist wirklich scheißegal, warum das ist. So. Haltet doch mal alle eure Scheißfressen im Besten damit. So, und wieso kann ich jetzt kein Miepel da reinsetzen? Erstmal auf den Pfeil. Das gibt's doch nicht. So, okay, jetzt. Okay, schreit mich doch alle an. Alter, wenn du... Da ist der Miepel auf dem Kloster. So. Der war ganz doll, ja. Der Miepel. Der Miepel. So, pass auf. Ich hab eine gute Idee. Gute alte Straße. Voll lame. War das dumm? Krone. Krone? Ich hätte es Krone. Fabian Krone. Karane. Langsam wird's auch albern, oder? Anne schreibt, die Lahmarschigkeit macht mich fertig. Ist das schon ein Tipp? Jetzt gib mir doch mal eine Chance, der Mara. Was soll das denn? Ich habe doch gerade erst angefangen. Ich glaube, du hättest noch eine Slack-Nachricht weiter abfotografieren sollen gerade. Ja, stimmt. Stimmt. Karne schaut in den Chat, schreibt Malte Malteser. Ja klar, solange es keine Tipps sind, schaue ich natürlich auch in den Chat. Und ach, jetzt? Guck mal, es gibt so eine Karte, die die Stadt abschließen kann und eine Straße in ihrem Feld hat. Zwei sogar, mehrfach sogar. Okay. Interessant. Das ist ja sehr interessant. Schummelkrane, Fragezeichen. Nein, natürlich nicht. Also, würde ich jetzt nicht mein Geld drauf wetten. Ich habe da auch schon andere Sachen erlebt. Er könnte auf der 204 sein. Ich glaube, er ist auf der 204. Warum habe ich so im Gefühl? Ey, ich wüsste, nachdem guck mal, hier zum Beispiel, Regeln ganz kurz Fabian, ne? Ja. Hier unten die Karte, ne? Yes. Du siehst es jetzt da oben am Monitor. Ja. Ist das hier ein Durchgang? Also, ja. Oder zählt die Wiese hier als, also, weißt du, was ich meine? Ist die hier dicht, die Wiese? Nein, also da geht's durch. Also das Feld ist verbunden mit dem hier. Ja. Ja? Welches? Ja. Okay. Zeig noch mal, Nils, welches? Also das ist hier ein offener Durchgang, ja, wo meine Maus lang geht. Ja, ja. Das wollte ich nur wissen. Okay. Aber es ist eine gute Frage. Dankeschön. Ach, ja gut. Wer ist dran? Ich. Mara ist dran. Mach doch mal hin, Mara, jetzt. Mit dem Button da links neben könnt ihr mal sehen, wer welche Wiesen gerade claimt. Also neben der Kamera, genau. Ach was. Ja. Ja, warte mal. Ach so, ja. Die ja, ist noch ja, nicht ja, verbunden ja, jetzt. Ja. Aber das ist ja geil. Also ich muss sagen, diese digitale Umsetzung nimmt einem viel Arbeit ab. Die ist richtig schön, ja. Ja, Mann. Ich find's gut, dass wir uns gar nicht mehr in echten Leben treffen. Nee, wir spielen ja jetzt. Aber das ist halt, also man sollte sich überlegen, ob alle nicht einfach ein iPad dabei haben. Es gibt diese ganzen Spiele wirklich fürs iPad. Ich hab Dings Katan fürs iPad, das ist richtig geil. Ja. Richtig geil. Wirklich gut. Ja. Bist in ruckzuck in der Online-Partie, es geht automatisch, du musst nicht Angst haben, dass irgendeiner bescheißt bei den Gewürzen und so. Bei den Gewürzen. Naja, vor allem für das hier hast du ja jetzt wirklich zwei Wochen Zeit, um das zu Rohstoffen, spielen. Rohstoffen, Mann. Wer ist eigentlich dran? Krane. Ich bin Krani. Dran. Boah, ich wäre so für einen Timer gewesen, ey. Ich auch. Da ist ein Timer für zwei Wochen. Ja. Wird knapp bei Krane. Moment. At the moment. Moment. At the moment.
Versucht ihr eigentlich gerade ein Hakenkreuz zu legen? Also, nein. Jetzt hört's auch auf. Erwischt. Aber ich muss das, ja. Nee, aber ich muss das jetzt da dran legen. Ich werd's gleich machen. Scheiße. Ich weiß schon, wo ich meine nächste Karte hinlege. Ist gemeldet. Okay. Oh shit. Oh shit. Ja, genau. Oh shit. Ja, mach doch jetzt. Hast du? Ich hab gemacht. Aber das ist, du hast eine Riesenstadtkarte, ne? Mhm. Wow. Hat ja, was hat er denn jetzt gemacht? Ist ja verrückt. Hat sich da reingemiepelt. Ja, in die Riesenstadt, ne? Bist aber du das, dran, Eddie? Das, ja. Alter, das ist so, du kriegst schon wieder das zweite Kloster. Das ist, ja, aber das ist doch nicht gut, oder? Das ist mega gut. Doch, das ist das Beste. Du hast einfach mal jetzt safe 18 Punkte geschenkt bekommen. Naja, die müssen doch erst umzingelt werden, ja, die Karten. Das ist Early Game. Was glaubst du, was passiert? Dass irgendwo eine Lücke bleibt. Wie du es immer schaffst, dich in eine Underdog-Position zu geben und am Ende immer gewinnst, um dein Genie zu unterstreichen. Nein, ich analysiere lediglich die Tatsache, dass du zwei Klöster hast, was ja, gut ist. Ja, ist ja gut. Wir werden es ja sehen, wer am Ende gewinnt. Deutschland. Champions. So, ich muss jetzt mal gerade hier überlegen, was ich mit Klöster mache. Ist das smart, zwei Klöster nebeneinander zu bauen? Tunik Nils, der Manipulator. Gibt es überhaupt so ein Stück, was da jetzt noch passt, gerade? Also bei dem, was da in der Mitte frei ist? Was den Weg abschließt und die Stadt auch irgendwie noch? Klar. Kannst ja gucken bei den Ja, stimmt, den Karten. Nun. Ja, das ist halt nicht so leicht. Also ihr sagt, das ist gut, ja? Ich würde mich da mega drüber freuen. Oh, toll! Wieder eine Straße! Oh ja, das ist prima. Da freut sich der Nils. Oh ja. Oh ja. Ist das gut. Prima. Ich glaube, er findet's gut. So, pass auf. Ist ja völlig klar, was ich mache. Der Miepel. Summer Blame. Pass auf. Was geht, Nils? Ja, lass mich mal bitte in Ruhe. Ich muss mir Gedanken machen über alles Mögliche im Leben. Ich mach das jetzt da. Und zack, und dann miepel ich dich da auf die Straße rauf. Wie kann ich die oberen Miepel anmiepeln? So. Miepelt. Okay. So macht man schnell übrigens, ne? Ich weiß nicht, ob du jetzt so viel schneller warst als andere. Ja. 100 pro. Speedmiepeln. Okay. Wollt ihr diese Straße da eigentlich noch verbinden, Mara und Nils? Oder wie sind da eure mittelfristigen Pläne? Was Mara und ich für Pläne miteinander haben, das geht euch nichts an. Ach, was mache ich denn jetzt? Ey, dieses Feldkrane, das war doch mega dumm, die Riesenstadt dahin zu bauen. Ja, das schauen wir noch. Nee, es war wirklich dumm, weil du hast da oben ja noch ein Straßenschild, eine Straße. Aber vielleicht ist es ja auch für euch ziemlich blöd. Hä, du bist doch der Einzige, der einen Miepel da drinne hat. Guck mal, das war von Mara jetzt der Miepel. Warum? Ja, weil wenn wir jetzt dieses große Haus gemeinsam fertigstellen sollten, dann hast du schon zwei drin. Was? Du weißt doch, was Gelb ist doch auch da. Du bekommst nur der Punkte, der mehr Miepel hat. Ja, glaubt ihr, ich baue mit euch eine Stadt da zusammen. Das werden zwei kleine, schöne Randstädte. Sie will vielleicht aber auch eine riesige Stadt, die ich euch glaube. Das kann natürlich auch sein. So, Fabian, glaube ich, ne? Ja, das ist Fabian Krane, glaube ich. Ist es. Du hast eine Kurve gekriegt. Ja, du hast gerade noch mal die Kurve gekriegt. Ja, ich bin gerade noch am Überlegen, wo ich das denn hinpack. Was passiert denn, wenn ich das mache? Zack, zack, zack. Nee, das ist. Oder hier hin? Dann kann ich da aber nicht mehr den. Da liegt schon Nils mit seinem komischen Miepel. Aber. warte mal. Es ist eine Straße, come on. Ja. Auch Straßen wollen gewählt sein, weise gewählt sein. Das ist eine Handqualle.
Also, wow. Bist du hier? Was passiert hier? Obwohl. Zack, zack. Alter, fahren wir das noch? Ja? Kann man noch einen nachträglichen Timer einstellen? Nein. Nee. Ich leg den willst du dich jetzt bei uns in die Straße da rein lümmeln? Ich hab's nichts. Der will die umleiten. Ich hab noch nichts. So, endlich habe ich mal ein Städtchen. Mit Straße. Die Karte hätte ich auch gut gebrauchen können eben. Was passiert? Kann ich die, wenn ich die einmal hingelegt habe, wieder zurücknehmen auf die Hand? Dann einfach mal, um zu gucken, wie das aussieht. Guck mal, die hättest du gern da, ne? Mhm. Das wäre richtig gut für dich. Ja, das wäre cool, wenn du die da jetzt einfach platzieren würdest. Richtig nett wäre das, ja. Wie wäre das? Wie wäre das? Wie wäre das? Ich wüsste jetzt nicht, warum du Mara direkt unterstützen solltest. Hallo? Wie wäre das? Yoko Ono schreibt, Kran ist bei Carcassonne fast so langsam wie Nils bei Ziff. Ja, bei Ziff gibt es ja wenigstens einen Timer. Der dich anscheinend aber trotzdem nicht abhält, total langsam zu sein. Doch, weil wenn der Timer ausläuft, ist die Runde vorbei. Also was, es gibt gar kein Argument jetzt, was mich irgendwie... Shit. Warum stehst du denn da schon drin, Krane? Was ist, wenn ich das hier hinmache? Das ist Quatsch. Warum stehst du? Na, das ist für ihn ja nicht dumm, weil dann muss er nicht euer Haus bauen. Aber ich helfe jetzt nicht mehr. Ach, guck mal, da ist ja auch noch. Boah, es ist auch echt kompliziert, ne? Ich muss ja auch meine Kloster irgendwie fulfillen. Das ist, glaube ich, besser, wenn ich das hier hin mache. Sowas. Sowas? Sorry, Leute, ich beeil mich. Nicht wirklich. But I try. Das ist doch gut, das brauchst du auch für dein Kloster, Eddy. Mhm. Damit das voll umschlossen ist. Da hast du wohl recht. Wieso kann ich das jetzt nicht da reinstellen? Naja, weil Eddie, das Krane schon hat. Jetzt hast du ihn quasi zu Ende gebaut. Hä? Aber ich denke, ich kann dann auch. Und wer die meisten drinne hat, gewinnt. Genau, aber nur, wenn das noch nicht direkt miteinander verbunden ist. Und jetzt sag nicht, dass ich dir das nicht gesagt habe. Jetzt hat er dich abgezogen. Okay. Eddie, du hast es noch gar nicht gelegt. Na, alles klar. Also hier, wenn ich es hier, kann ich es auch nicht hinlegen. Ja, nicht in die Stadt. Also du kannst die Straße natürlich reklamieren. Oder die Wiese, aber du kannst nicht reinlegen. Ja, jetzt verstehe ich's. Das wirft natürlich ein ganz anderes Licht da drauf. Ja. Herr Bumhoff. Scheiblettenkäse. Hat Krane das Spiel schon erklärt? Hab das Highlight wohl verpasst? Ja, du kannst zurückspulen. Das war wirklich ein Highlight. Wir haben eine schöne Erklärmatz gemacht. Chat sagt schon GG, aber er hat euch getrollt. Er hatte noch gar nicht gelegt. Ist noch nix GG hier. So. Und die Musik ist klasse? Ah, okay, dann hört ihr die Musik. Geil. Alter, come on, ey. Jetzt krieg ich hier schon wie so eine Pimmelstraße oder was? Mit Stadt. Come on! Jetzt kannst du Krane richtig. Die kannst du hier schließen in der Mitte. Dann kommt der nicht an die dicke Wurst. Was? Du kannst sie schließen in der Mitte, dann kommt er nicht an die dicke Wurst. Muss ich jetzt erstmal nochmal nach. Ich weiß, was du meinst, Ede. Aber das stimmt auch gar nicht. Es geht gar nicht. Ich hab's verstanden, der Tipp. Okay. Mal gucken, ob was macht. Es ist gut. Ich mag euch, ich hab euch lieb, ich mag euch gern. Wurzel, Wurz. So, alles klar, pass mal auf. Ich habe zwei geile Optionen. Njam, njam, sind die gut. Und ich entscheide mich. Was macht man, wenn man keine Miepels mehr hat? Dann kannst du so keine mehr legen. Kannst trotzdem die Karten legen, aber kannst nicht mehr miepeln. Du musst warten, bis du dann wieder welche wiederbekommst, wenn was fertiggestellt wurde. Das muss man noch verstehen. Ja, das ist nämlich das Problem an den Klostern. Die sind ewig unterwegs, ja. Die kriegst du so schnell nicht wieder, die Miepels. Miepels. Miepel Magazine. Poster, ich raff Eddys Züge nicht, ja, Headtrip. Ich raff sie ja selber nicht, wie willst du sie dann raffen? Wenn du glaubst, dass da eine größere Strategie hintersteckt, think again. Gib mir mal Miebelberg. Stark. 4 Punkte. Hammer. Ja, das ist eine schnelle Runde für mich jetzt hier. Zack.
Das ist auch zu, ne? Was man hat, das hat man Miepel wieder, hat man Punkte. Geht gar nicht. Lol. Mara! Oh, okay. Gut. 8? Wieso denn 8? Weil das, So eine Dreierstadt ist. Und plus ein Schild, ne? Das gibt ja auch nochmal einen Bonus, oder? Mhm, genau. Schild gibt Bonus? Mhm. Ja, 2 Punkte extra. Was hast du da eigentlich drin? Kaffee. Auch echt? Mhm. Ich habe mich schon schlecht gefühlt, weil ich abends um 8:30 noch Kaffee trinke, aber dann Prost. Fuck. Och Mann, ey, warum kriege ich hier so eine Scheißstraße? Fabian Krane. Ein Mann, wie er im Buche steht. So, ich möchte gerne ein Rematch machen. Etienne Gardet nach 9 Minuten. Aber es ist eigentlich nicht schlechter mit den 2 Klostern. Doch, es ist super schlecht. Weil keiner von euch Interesse hat, die zu fulfillen. Ja, klar. Ja, aber das wird sich von alleine ergeben. Ja, ich guck mal hier, da in der Mitte, da passt ja nur noch eine geringe Auswahl an Steinen überhaupt rein. Mit den 2 Straßen und den 2 Städten. Ja, aber du, das musst du natürlich selber, die Klöster musst du natürlich selber bauen. Da hat natürlich jetzt niemand Interesse, dir zu helfen. Es sei, ich weiß genau, was passiert. Mara checkt das, die macht das nicht. Aber Fabian wird irgendwann anfangen, ja, und dann legst er da, hilft er dir da. Was ist das schon wieder, wie du vergönnst die Leute? Genau das wird auch die Argumentation sein. Ja, Diese Manipulation. Naja, es ist doch nicht manipulieren, wenn ich die Wahrheit ausspreche. So, Eddie ist dran. Ja. So, jetzt habe ich hier nämlich mal eine richtige geile Röhre. Stadt. Das ist so eine richtig geile Röhre. Eine Röhrenstadt nehme ich. Volle Röhre. Wie viele Optionen hast du? Ah, so eine Menge. Aber immer neu. Was ist hier? Was würde das machen? Naja, nee, kann ich ja wieder nicht reinsetzen dann. Aber wenn ich es drehe. Nee, macht gar keinen Unterschied. Wenn ich das hier hin mache. Mara schon 8 Punkte, ne? Ja, Mara zieht richtig davon. Mhm. Wenn man halt wüsste, was man bekommt. Das ist doch richtig kacke. Ich fahre ja bald nach Frankreich, ne? Ja? Mhm. Wie kommst du, also weil das in Frankreich spielt, meinst du, oder? Ja, Carcassonne ist eine französische Stadt, oder? Ich dachte, das ist ein Brettspiel. Das ist ein Getränk. Das ist Capri-Sonne. Alter, jetzt habe ich auch eine Röhre oder was? Bin ich jetzt. Habe ich eine Röhre? Bin ich hier dran? Ja. Mit einer Röhre? Mit einer Röhre. Ja, ja. Noch eine Röhre. Wieso habe ich denn noch eine Röhre? Wo hast du denn deine Röhre gelegt? Da hast du ihn sogar reingemiepelt, ne? In die Röhre. Ach Gott. Jetzt könnte ich natürlich. Naja, ich mach dir da nicht die Kloster zu. Ich bin doch nicht doof. Nee, mach das mal nicht. Nur, dass ich das selber zu machen, das Kloster da. Ja, werde ich auch machen. Für wen hältst du dich? Wie kann ich denn da das Ding legen? Ach so, dann müsste ich das so. Ah, ich verstehe. Ja, ja. Okay. Verstehst du, wie das gemeint ist? Lass mich in Ruhe, Fabian. Es wäre doch eigentlich geiler, wenn man so 3 Karten hätte und man könnte immer auswählen. Ja, das ist tatsächlich auch, kann man so spielen, ja. Echt? Ja, aber nicht in der Computerversion leider. Aber wenn es analog ist, wird das empfohlen. Da kannst du natürlich taktisch besser planen. Ja. So ist ein bisschen random teilweise. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich 3 Karten hast und du eine Scheißkarte, dann hast du die ganze Zeit nur Müll auf der Hand. Wenn du dann einmal Müll auf der Hand hast, hast du die ganze Zeit Müll auf der Hand. Ja, aber du hast doch 3-mal so hoch die Chance. Ja, sie ist schon 3-mal so hoch, aber das stimmt schon. Gut, dass wir mit keinem Timer gespielt haben, oder Nils? Willst du mir allen Ernst erzählen, dass ich länger gebraucht habe als ihr jetzt hier, oder was? Das ist subjektiv empfunden, weil du dich natürlich langweilst, wenn du nicht dran bist. Und du langweilst dich nicht, wenn du nicht dran bist. Ich langweil mich immens. Und das ist feinste Entertainment bei Du bist, Leute. Wenn Lady Mara vielleicht auch noch heute. So, was mache ich denn mal hier mit dem kleinen Städtchen? Da kann ich es nicht setzen. Frankreich, Schmankreich. Wie viele Optionen hast du denn? Können wir mal auf Mara schalten? Nee, leider können wir ja Ingame nicht abgreifen. Aber das spiegelt sich in den Augen. Warte mal. Mach ich denn mal.
Man müsste in Carcassonne Carcassonne spielen. Ja, das wäre natürlich ein Gag. Schreibt Kerwe. In Carcassonne Carcassonne spielen? Mhm. Das hat noch nie einer gemacht. Ich glaube auch. Warum denn nicht in Carcassonne Siedler von Catan oder sowas? Forst Identity schreibt, also Krane braucht schon mit Abstand am längsten und sorry, da sollte er mal die Backen halten. Das sind aber zwei getrennte Vorwürfe. und wer hat denn hier die geile Kreuzung? Und eins? Ja, ich. Mama. Ja, dann leg die doch mal. Bringt das Städtchen in der Kreuzung irgendwas? Ist einfach nur schön. Schönes Städtchen, nehme ich. Die schließt halt Straßen ab, ne? Ah. Die schließt die Straßen ab? Okay. Yes. Mit den Schlüssel für die Straßen. Ah. So, ich bin. Nee. Oh Gott, wie lange man hier braucht, bis man wieder dran ist. Ja. Pro-Timer. Das ist das Schöne an Zug um Zug. Da geht's wirklich zack, zack, zack. Ganz ehrlich, wenn wir wirklich gesagt hätten, ich meine, 30 Sekunden ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Nein, es ist doch 30 Sekunden Timer ist doch okay. Ja. Da hat man noch genug Zeit für alles. Dann wären wir jetzt fast schon durch mit dem Spiel und könnten noch ein zweites machen. Ja, das ist doch so. Krane, du kannst ja auf die Uhr gucken und dann immer. Ja, ich hab gemacht. Ende! Ich hab gemacht. Abgesagt. Wir haben ein kleines Städtchen gebaut. Ihr habt alle schon was gebaut, außer mir. Oh, guck mal, ich habe auch was Interessantes. Das ist echt sehr interessant. Aber ich kann es nirgendwo geil anlegen. Mir für meine Sachen? Obwohl, doch, da unten. Was passiert hier? Aha, Eddie? Naja, ich habe nicht mehr so viel Steine. Vielleicht sollte ich besser mal keinen legen. Wiesen kann man wirklich am Ende noch mal ein bisschen was reißen. Ja, aber du kannst die Steine nicht mehr benutzen. Das ist das Problem. Und da ich eh nur noch zwei hab. Der Typ hat nur noch zwei Miebel. Uiuiui. Ah, dann hat sich's ausgemiebelt. Dann hat sich's ausgemiebelt. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Wiese lege, könnte ich keinen Stein mehr nehmen. Deshalb lege ich keinen Miebel. Weil ich nämlich klug bin. Und schnell. wie die Spinne. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, ehrlich gesagt. Für dein, für dein Leben, oder? Ja, du lachst, du spottest. Aber so ist es doch. Ich hätte mich gefreut, wenn ich jetzt hier irgendwie, wenn das anders wäre jetzt. Ja, ein bisschen ist es auch Glück, ne, Krane, oder? Ja, klar. Welche Karte könnte da denn da überhaupt noch reinpassen? Wo denn? Na, da in die Mitte da. Da sogar mehrere. Ja, sicher? Da gibt's hunderte. Nee, da passen nicht so tausende. Viele rein. Das also ist so eine halbe Stadt und so ein halber Weg. Genau, oder auch so zwei kleine Städte nach rechts und links weg. Dann wird's natürlich gesplittet werden, aber das ging ja auch. Wer bin ich nochmal? Gelb. Gelb, C. Ja, das ist doch jetzt echt eine Dreckskarte. Was soll ich denn mit der anfangen, ey? Ich bin nicht glücklich mit dieser Karte, ich sag's ganz ehrlich. Du kannst auch jemandem, der dabei ist, eine Stadt zu schließen, kannst du die Stadt vergrößern. Ja, ich kann. Ja, das habe ich auch schon überlegt, aber ich sehe gerade noch nicht genau wo. Also ich könnte es irgendwo bei Krane. Ja, aber siehst du irgendwo eine, wo da in der Mitte. Das Ding hier? Das geht nicht in der Mitte. Hier meinst du das? Ja, genau. Ich könnte, da könnte ich sie immer anlegen, ja. Aber. Die Gefahr ist natürlich, dass er die große Straße dann schließt und dann hat er richtig viele Punkte. Ja, dann hat er richtig viele Punkte. Und das wollen wir ja wohl mal nicht das riskieren. Wollen wir nicht riskieren, ja. Mhm. Nee, dann mach ich das auch nicht. Nee. Also, das mach ich nicht. Nee, das ist gut. Wie gerade so warten. Oh. Nee, Nils, da musst du auch ein bisschen nach dir gucken. Weißt du? Mhm. Das also im Moment braucht er ja drei Karten, bestenfalls, um das zu schließen. Ich geh mal hier hinten hin. Was ist mit der Sache? Na komm, das ist einfach völliger Schwachsinn. Nee. Was? Ja, ich will aber nicht miepeln. So rum. Okay. Ohne gemiepelt. Okay. Und damit ist Mara am Zug. Ach ja, ein Sträßchen. Was mache ich denn damit mal? Südwestlich.
am Kloster vorbei. Das ist eine schöne Aussicht aufs Kloster, meinst du? Ich würde sagen, als Bürgermeisterin ist es deine Pflicht, den Leuten Zugang zum Kloster zu ermöglichen. Da kann ich auch nicht unterbauen, die Straße gehört schon Nils. Nils, du bist gelb, ne? Ja, ja. Ich bin gelb, ja. Mhm. Die Farbe des Friedens. Ja, ja. Das ist mir klar. Ich muss es doch mal hier oben setzen. Okay. Wo hast du gebaut? Ganz oben, im Norden. Im Norden. Die will dann die Straße rund machen und kassieren. Mhm. Schöner Rundweg im Norden. Wie viel gibt's für eine Straße? Eins pro Plättchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs wären das. Und in den Kreislauf. Circle of Meep. Meep, Meep. Hm. Wer ist denn dran? Ja, ich bin doch. Ich bin's doch. Mal, wenn der Grane plötzlich ganz still wird, dann merkt man schon. Okay. Okay. Hast du auch schon wieder so ein Teil da? So ein Gelöd, ja. Die sind natürlich... Die sind unangenehm. Aber das Unangenehmste ist das, was komplett Stadt ist. Das ist wirklich schwierig. Darf man auch Witze über Äußerlichkeiten machen oder ist das aktuell tabu? Über mich? Über meine Äußerlichkeiten? Oder? Über Meeples kannst du das sagen. Generell, alle Beteiligten hier. Wieso? Aber generell, also ich hätte jetzt was für deine Äußerlichkeit, aber ich könnte auch nachlegen bei anderen. Sag mal was zu meiner Äußerlichkeit. Darf ich echt einen Scherz machen? Ja, klar. Okay. Wie viele Punkte hast du für deine Augenbrauen gekriegt? Die sind ja auch zusammen. Ist auch eine durchgezogene Straße. Gibt minus zwei Punkte. Es tut mir so leid. Ich darf dich nicht Social Distancing umarmen. Fühl dich umarmen. Danke, aber Chat ist auch am Start. Ich würde den Chat nicht machen, wenn ich nicht wüsste, dass du ein wunderschöner Mensch bist. Danke dir. Ist mir ernsthaft so. Okay. Saved. Ich muss mich trotzdem konzentrieren. Das war nur ein Ablenkungsmanöver. Warte mal. Das ist doch. Wenn man das R vertauscht, wird aus Braun übrigens auch Bauern, ne? Dann passt das auch wieder. Oh ja. Ich will ja. Okay, ich hab. Komm, pack's mal dahin. Nee. Ich will keinen reinsetzen. Okay. Ich hab zur Abwechslung mal eine Straße. Ach, du bist dran. Straße. Ich kann jetzt die Straße am Kloster bauen. Die Mara nicht bauen wollte. Natürlich nicht. Der ist fast besser, Eddie. Max Klose schreibt, Kranes Augenbrauen verstößen seit 3 Monaten gegen Social Distancing. Ist doch nicht schlecht. Ist auch gut, ja. Ich finde ja übrigens sehr, sehr schön. Danke. Das ist doch auch in. Er hat nicht Nein, es gibt hier Cara Delevingne. Cara Delevingne. Ja, es gibt auf jeden Fall so ein paar Supermodels, die sich gerade die Augenbrauen zusammenwachsen lassen, ja. Und Fabian Kran. Auch ein paar andere Supermodels, wollte ich so sagen. You are not alone. I am here with you. Thema. Moment, ich muss überlegen, ob ich ein Meeple mache. Ooh, let the meeps out. Doop. Come on. Ja. Gut. Dann bin ich dran und ich habe... Ho, ho, ho. Ist denn schon Weihnachten? Oh mein... Ich habe ja eine Straße ganz für mich allein. Meep, meep. Benjamin Blümchen. Geil, dann... Ihr kriegt die ganzen Straßen, dann müsst ihr ja gleich statistisch gesehen was Geiles kriegen. Lass mich einfach in Ruhe. Ernsthaft. Einfach ich beunruhigen eher diese ganzen blauen Wiesen, die ich hier sehe. Lass mich mal eine Wiese schnappen. Was beunruhigt dich? Die ganzen blauen Wiesen. Ja, der ist nochmal blau, Fabian Krane, ne? Dieser Fabian Krane. Fabian Schmane. Ich mach mal einen ziemlich geilen Berserker-Move. Machst du einen geilen Move oder was? Ich arbeite dran, ja. Ich möchte, glaube ich, ich habe Interesse daran, jetzt mal einen richtig geilen Move zu machen. Mach einen geilen Move, Nils. Seid ihr bereit für einen... Ja, mach einen geilen Move. Richtig geil. Ich hab aber nichts. Ich post nur rum, aber seid ihr bereit? Mach einen geilen Move. Seid ihr bereit? Warte, ich muss noch mal ganz kurz hier was gucken. Also, da haben wir doch den.
Das wäre natürlich ganz vornehm, wenn ich. Dürfte ich denn theoretisch. Geiler Move jetzt, komm. Wenn ich jetzt da einsetze, kann ich sehen. Achso, wenn ich jetzt da drücke, kann ich sehen, inwiefern ich miepeln. Also ich kann nur da miepeln. Ah ja, nee, da will ich natürlich nicht miepeln. Nee, nee. Egal. Wurde der geile Move schon gemacht? Ja, ich frag mich auch. Nee, ich hab mir aufgespart. Ach, da ist er. Übrigens, wenn ihr auf die Kamera drückt, dann kriegt ihr eine Vogelperspektive von allem. Kann hilfreich sein. Kann hilfreich sein. Weil so ist doch schöner. So ist eigentlich schöner, ja. Jetzt habe ich auch die Röhre, na toll. Mara, mach doch mal hin, komm. Mara. Oh, Kervi schreibt einen richtig geilen Tipp in den Chat. Falls übrigens jemand zu Hause Carcassonne spielen will, neues Plättchen immer schon am Ende des Zuges ziehen, dann kann man schon die ganze Zeit gucken und es dauert nicht mehr so lang. Das kann man doch gar nicht. Das geht doch nicht. Ja, hier nicht, aber wenn man es analog zu Hause hätte. Ach so, ja gut. Aber ist doch ein guter Tipp. Dann ja, aber Moment, du kannst, wenn, dann ziehst dann du ja theoretisch ein Plättchen, was ein anderer gezogen hätte. Das ist nicht in Ordnung. Ist nicht in Ordnung, müsste man sich am Anfang des Spiels drauf einigen. Ja. Also es ändert ja nichts. Ja. So, wer ist dran? Mara, ne? Ja. Ah, sehr gut, das ja, brauche ich nicht. Wieder so ein Tunnel, so ein Schlauch. Ja. So ein Nadelöhr, wie man ja in der Fachsprache auch sagt. Komm, Mara, leg jetzt. Trau dich. Willst du einen Tipp? Unten rechts, oder was? Ja, also ich meine, es ist nun mal eindeutig, dass du da gut anlegen kannst. Ja. Krane wird's auch freuen. Deine Stadt wird auch Nee, das gibt es nicht. Es wird eine Riesenstadt, die teilen wir auf. In meine. Warum wirfst du mir Manipulation vor, wenn du, alter Klosterhansel, mir versuchst? Na, es ist, bei mir ist es offener, bei dir ist es perfider. Und das ist das, was es so gemein macht. Okay, hast du da oben Ich bin dran. Nein, es ist immer noch. Oh, ich bin ja nicht nach Mara, ich bin ja erst nach Kran. Ich habe das Gefühl, Kran ist zweimal dran, während ich einmal. Ich habe auch das Gefühl. So, Eddie. Was hast du gemacht? Noch nichts. Aber. Oh, du hast da sogar einen reingemüht. Das ist doch perfekt, Krane. Nee, doch nicht. Aber ich werde, glaube ich, jetzt. In die Mitte. Nee, geht nicht. Ja, da braucht er so eine halbe Stadt. Die Klosterstraße. Ich glaube, ich werde jetzt, ich werde unsere eventuelle große Burg mal zu verhindern wissen. Ja, Krane, das ist Kloster-Territory da, ne? Ja, aber da. Ja, es kommt genau, wie ich gesagt habe. Ich habe es genauso vorher jetzt gesagt. Lass ihn in Ruhe. Aus irgendeinem Grund. Die Manipulation. Baut er da die Kloster zu. Sei selbstbewusst, mach, was gesagt. Du für richtig hältst. Geh nicht darauf ein, was Nils sagt. Mit Ankündigung. Lerne es zu ignorieren. Naja, aber Nils, lass dich nicht beeinflussen. Ganz kurz, nein, du beschäftigst dich mit. Ich hab's prophezeit und es kommt so. Aber Nils, ganz kurz, ey, aber, nee, ist doch egal, was ihr denkt. Es ist ein großer Fehler, Krane, was du gerade machst. Lass uns doch mal realistisch sein. Ich muss meine Burg fertig kriegen. Das werde ich nicht schaffen, wenn ich versuche, Eddies. Darf ich ehrlich sein mit dir? Ja, sei ehrlich mit mir. Du wirst diese Burg nicht fertig bekommen, weil guck dir mal an, wie viele Teile du brauchst. Und ich meine es jetzt überhaupt nicht böse. Geh mal auf die Karte. Ja. Du brauchst, also hier musst du zumachen. Ich weiß nicht, wenn hier ein Korridor ist, hier musst du zumachen. Hier musst du irgendwie zubekommen. Und hier brauchst du ein spezielles Teil mit einer Ecke und einem Ding, was beide verbindet oder so zweigeteilt ist. Die Chance, dass du die voll kriegst in den Zügen, die du noch hast, du hast 10 Züge noch, ist gleich 0. Dass du in 10 Zügen diese Burg vollkriegst. Die ist weg. Ich würde sagen, sie ist ein Viertel, oder nicht? Okay, ich hab dir nur meine Meinung gesagt. So. Ich will dich nicht weiter beeinflussen. Aber wenn du glaubst, du kriegst die Burg noch zu, dann glaubst du auch an den Weihnachtsmann. Du musst noch viel lernen. Nein, im Ernst, also rechne dir das auch aus. Wie willst du ihn zukriegen? Krane. Bau lieber andere Burgen. Neue Burg, hast du jemals irgendein kompetitives Format auf diesem Sender geguckt? Mit Nils Beteiligung. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht mein Argument damit widerlegen, dass. Nils, mit mir brauchst du doch gar nicht reden. Das ist doch Quatsch, das weißt du doch. Das ist doch, hier ist doch die Wand, das ist doch hier Firewall. Warum? Ja, weil alles, was du sagst, mit gespaltener Zunge passiert zu deinem Vorteil. Ich weiß das doch. Ich kann auch nichts dafür, wenn die Logik auf meiner Seite ist. Krane. Sei selbstbewusst. Lass dich nicht manipulieren von Nils. Nur ganz kurz gucken. Ja, genau, guck's dir an. Nee, ich guck's mir an. Meine Argumentation würde das unterstreichen.
Rechnen du nochmal schnell die Wahrscheinlichkeiten aus. Ja, und dann kannst du ja auch nochmal rechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du derjenige bist, der das Teil bekommt. Die ist nämlich auch nochmal 1 zu 4. Plus das Vorhandensein der Karte. Die so selten ist. Also es ist... Ist geradezu lächerlich, sagst du? Es ist geradezu lächerlich und du weißt es auch, weil du ein smarter Typ bist. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ernsthaft, du guckst die verbleibenden Karten an? Das ist jetzt eine wichtige Entscheidung. Kann der Chat währenddessen mal die Wahrscheinlichkeiten hier rein tippen? Wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit ist es? Chat, los geht's. Ja, das geht schon. Also weg. Also ich brauche rechts und nach vorne. 87%, 4. So, wir das haben alles wird natürlich da. Auch gehen hier. 4,62%. Einer hat es ausgerechnet. 4,67% ist die Chance. Ja. Das hätte ich auch jetzt so eingeschätzt. Zu 98% rastet Ede gleich aus. Okay. Wait. Ja, aber ich muss es ja fertig machen. Und legst du jetzt wohl das Päckchen hin, nicht Alter. Fertig. Legst du jetzt das Steinchen? Ja. Gerade ist es exakt so gekommen, wie ich es dir gesagt habe. Nein. Krane. Aber könnt ihr wenigstens sagen, dass ich recht hatte? Wollen wir vielleicht einfach am Ende des Spiels gucken, ob du recht hattest? Ja, ich meine, dass du seine Klöster legst. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Klar, aber das mache ich ja im vollen Wissen und Gewissen. Ja, schauen wir mal. Okay, bin ich eigentlich dran? Nee, Eddie ist dran. Was ist denn das für eine geile Straße? Serpentin. Nils, lass mal einen Tipp. Ach Gott, es ist aber auch ein komisches Spiel. Das ist nicht die. Munimeter schreibt. Nee, das Krane ist schafft es. Mhm. Ja, er muss an sich glauben. Es ist es. Ja, ich meine, Leute kaufen auch Rubbellose, weil sie denken, ich kaufe auch Rubbellose. Ich brauche Geld. Ich kaufe mir ein Rubbellos. Ich kaufe Rubbellose. Ja, weil du Geld brauchst, dann kauft man sich ein Rubbellos. Aber ja. Und weißt du, wer mir zu wenig Geld gibt? Ist das Rubbellos? Nein! Ja. Da musst du erstmal mehr Leistung bringen. Und Scheiß. Nee, ich kann jetzt keine Werbung für Glücksspiel machen. Mach das nicht. Für was? Für Rubbellose? Für Glücksspiel. Fabi, der Rubbler-Grani. Ja. Du hast jetzt einen neuen Namen. Das klingt einfach falsch. Gemacht? Wo hast du denn gemacht? Ah, da. Da ist er. Nix draufgesetzt, Eddie? Ah, ja, hast du nix. Ich habe schon noch 2 Meeples, also ist es nicht. Da, das Stück, das würde sich jetzt Grani wünschen. Das wäre genau das. Was ja da so schön passen würde. Das würde da sehr gut passen, Mara. Mara. Allein aus ästhetischen Gründen würde ich das an deiner Stelle hinsetzen. Nee, ist es dran. Ich bin dran. Meint ihr hier oder was? Ja, in die Mitte. Da? Ja. So oder was? Ja, Regie muss mal auf Nils. Ja, aber das mache ich natürlich nicht. Ich hältst mich für völlig wahnsinnig. Ja, mach das ja, mal. Da. Passt doch da super rein. Das ist doch gut geil. Es ist auch ein Stück weit ein Puzzle. Da kriegt man extra Punkte, wenn es einfach vollständig ist am Ende. Wenn es schön aussieht einfach. Weiß nicht, ob du es wusstest. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Krani. Ach, Krane. Ja, was? Krani. Ach, Krane. Ich hab dich so lieb. Krani. Natürlich lege ich das nicht an der Ecke. Warum? Ja, weil ich doch nicht bescheuert bin. Naja. Ich hab doch nicht 2 von euch kapalken, ey. Sorry. Naja, du hilfst dir auch, das ist dir schon klar, ne? Wo helfe ich mir denn? Jetzt sag du mir mal bitte okay, was. Nils, wo helfe ich mir denn? Ah, dann pass mal auf, guck mal deine Wiesen an. Ja. So, siehst du deinen gelben Miepel da? Ich weiß, was passiert. Ich weiß, wenn ich das da hinsetze, dass das verbunden wird. Ja. Und genau das willst du. Nee, das will ich nicht. Natürlich. Weil ich muss ja überlegen, was bringt mir mehr? Und ich muss ja euren Erfolg muss ich ja substrahieren von meinem. Genau. Ja, aber also, du hast dann 3 Burgen schon, die in deinem Bereich kommen. Du Mastermind. Mhm. Mhm. Aber wenn ich sie jetzt da einsetze,
habe ich ja immer noch diese Flächen. Verstehst du? Die hat, dann hast du die Burgen nicht. Ich will die auch nicht, die sind noch hässliche Drecksburgen. Moment, wie dann hat er die Burgen nicht? Wie, die Burgen zählen nochmal extra, wenn man naja, Wiesen hat, oder was? Naja, du kriegst ja dann Punkte am Ende des Spiels, wenn du Wiesen geclaimt hast. Ja. Und die angrenzenden Burgen. Und gerade. Die angrenzenden Burgen bringen extra Punkte. Ja, pro Burg, fertige Burg, gibt's 3 Punkte. Pro Burg. Pro Burg. Und pro Wiese? Ja, das ist egal. Wie, Hauptsache, du bist der Mastermind auf der Wiese. Schießt du das? Die Wiese bringt mir nur was, wenn eine Burg angrenzt. Ja, fertige Burg, ja. Nur dem Master Meeple. Ey, die Scheiße ist, ich habe das natürlich tatsächlich eigentlich so geplant, dass die Wiese dazu gemacht wird. Aber der Preis dafür ist echt hoch. Also ich würde Eddie fast die 9 Punkte für die Dingsbums klar machen, weil das ist das fehlende Teil. Aber es gibt's noch. Und dir würde ich die Burg ziemlich, weil du bräuchtest dann wirklich nur den Original noch einen Teil. Dann hast du meine scheiß Burg. Das kann ich aus Prinzip nicht, nicht passieren lassen. Aber du brauchst doch die Punkte. Ich verstehe es nicht genau. Ja, aber ist ja nicht mal klar, dass ich die überhaupt kriege. Pro Burg kriege ich was? 3? So ja. Grade, ey. 1, 2, 3. Ey, Chat, was geht ab? Was geht mit ihm? Ich verstehe es nicht. Nils. Was denn? Nee. Ja, dann können wir es auch gleich sein lassen. Nein, ich meine, du hast ja ein Argument. Dein Argument ist ja jetzt wirklich valide. Der alle Register. Guck mal, im Gegensatz zu anderen Leuten akzeptiere ich ja dein gutes Argument und unterstelle dir nicht pure Manipulation, weil deine Manipulation, die natürlich im Subtext deutlich zu erkennen ist, wird natürlich begleitet von Logik. Und deswegen hast du völlig recht, wenn du sagst, ich kann um dieses Teil hier. Ja, Nils, ich wollte ja dich auch nicht belabern. Ich muss dir nichts vormachen. Mit Logik kriege ich dich doch. Ja, natürlich. Ja. Hast du auch völlig recht. Da hast du auch völlig recht. Also meine Meinung? Ja. Nein, nein! Wer ist rosa? Du bist rosa, oder? Ja. Guck mal, für dich ist es so, würde ich mich mal interessieren, was du möchtest. Weil wenn ich das Teil da drin mache, dann mache ich dein Kloster gut. Allerdings teilen wir beide uns diese Wiese hier oben. Was ist dir lieber? Ja, dann kriegt ihr ja beide die Punkte. Ja, genau. Aber ich krieg die ja auch. Wie? Die Punkte kriegt man doch nur, wenn man die meisten hat. Wir teilen uns die. Genau, wenn ihr gleich habt, dann teilt ihr euch die. Ich krieg hier wie viel? 9 Punkte dann, oder was? Aktuell, aber also da 3 pro Burg. Da kommen ja auch noch Burgen dazu. Du siehst da vorne, ja, da kommt noch eine Burg. Fabi, ja, Nils, ich muss dir doch nicht sagen, was Phase ist. Pass auf, ich mach mal Folgendes. Nils Boomhoff. Da, warte mal, da krieg ich die, glaube ich, nämlich, ich krieg die nur mit so einem Teil ein. Und da ist auch zu, da krieg ich sie nicht durch. Okay, pass auf. Nee, du hast mich überzeugt. Allerdings kriegst du richtig viele Punkte. Dir fehlt nur noch ein Teil. Und du kriegst wie viel pro Feld? 2? 2 pro Feld, ne? Ja. Pro Wappen bekommt er auch nochmal extra Punkte, ne? Also 2, 4, 6, 8, 10, 12 mindestens, oder? Kriegst mindestens 12 Punkte, sehe ich das richtig? 1, 8, 12, 8. Scheiß drauf, ich mach das tatsächlich, es sei denn. Warte mal. Nee. So. Kann ich die drehen? Wie kann ich die drehen? Wenn du sie hinlegst, dann erscheint da so ein Pfeil, wenn du sie drehen kannst. Achso, dann muss ich das so machen. Nee, das ist nicht geil. Hier habe ich nämlich fast meine Straße zu. Wie viel kriegt man pro Straße? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 würde ich dann kriegen, ne? Ja. 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 Nee, pass auf, ich helfe dir. Ich mache das für dich gerade. Yes! Weil ich dein Freund bin. Und weil guter Typ, Nils. Nein, ich bin dein Freund. Können die Leute sagen, was sie wollen. Bist ein guter Typ. Ja, weil ich habe mir gedacht, ey, ich will dich auch jetzt auch unterstützen, dass du den Scheiß jetzt fertig machst. Ja. Zap, zap, abschreib, ich bin raus. Mara ist dran. Was gibt es denn da noch für schöne Felder? Was ja jetzt fies wäre, wenn ich das so bauen würde, dass man die Stadt dann nicht mehr fertig bekommt, ne? Mara? Das wäre doch nicht fies. Warum wäre das denn fies? Das wäre doch ein ganz normaler Move. Aber du kannst den eh nicht machen, oder? Du kannst den auch gar nicht machen. Moment, obwohl doch, du könntest. Na, da unten könntest du ihn legen, doch. Unten, ja. Ihr seht das jetzt nicht, ne? Gibt es ein Feld, was da reinpassen würde, wenn ich das jetzt rechts an diese Stadt mit den 3 Wegen dranlege? Was?
Rechts an die Stadt mit den drei Wegen. Ja. Ja, oben könntest du es doch machen, oder nicht? Genau, aber ja. Gibt es dann noch ein Feld, mit dem er das zu Ende bauen das könnte? Kann ich dir wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen gerade? Was soll die Scheiße? Es könnte sein, dass es so ein Feld noch gibt, aber das weiß ich nicht. Ja, ich glaube nicht. Ich kann da jetzt nicht. Letztes Mal ist er abgestürzt, als ich das gedrückt habe. Das ja, das sind zu viele Punkte. Oh, da hätte ich nie sein sollen. Naja, gut. Das war sehr gut, Mara. Ich lobe dich. Hey, ohne Scheiß. Grane, du bist ich bin froh, dass du im Homeoffice bist. Ich hab dir geholfen, weil ich dich mag. So. Ich kann das Verhalten anderer Spieler nicht beeinflussen. Ich möchte wieder Spiele spielen, wo man lügen kann. So. Kann man ja nicht lügen? Okay, also du meinst, du könntest jetzt, also alles, alle Informationen sind für alle frei zugänglich. Du meinst, das ist... Ja, so Manipulationsgeschichten, so wie heißt das? Werwolf. Ja, sowas. Ja. Sowas mal. Secret Hitler. Secret Hitler. Ja. Ich war zweimal ein sehr guter Secret Hitler. Du bist immer Hitler, du bist auch immer der Wolf. Ich krieg auch immer Hitler. Man muss eigentlich, guter Tipp, wenn man Secret Hitler oder Werwolf oder irgendwas spielt, du bist die Chance, dass du Hitler oder Werwolf bist, ist statistisch gesehen erschreckend hoch. Das kannst du nichts für. Aber es ist Hitler-Werwolf. Geschichtlich belegt. Hitler-Werwolf. Hitler-Werwolf. Oder Hitler's Werwölfe. Oder? Hitler's Werwölfe. Jetzt auf NTV. Hat er denn wirklich eine Einheit, die irgendwie so hieß? Das macht ein bisschen makaber. Bestimmt. Aber der Gedanke, dass Hitler ein Werwolf ist und hätte eine Geschichte auf jeden Fall. Krane, wie sieht's aus? Komm, Kasparov, mach hin. Ah, das ärgert mich, da hätte ich einen Meeple reintun sollen. Ach, Mann. Ja. Ey, das ist doch... Mann, ey, was soll die Scheiße? Und hier ist die Kurve, auf die wir alle gewartet haben. Scheiße. Mega geile Kurve. Was ist da jetzt? Meep. Was macht sowas? Meeples. Ja, wenn ich die Stadt noch zumache, ne, dann ungnade euch Gott, ey. Keine Chance. Obwohl doch, klar, du brauchst ja nur ein Teil. Ja, dann. Wenn du ein Teil hast, was unten und an der Seite eine Viertelburg hat, dann brauchst du nur noch ein passendes Teil. Noch? Ja, hast du die Kurve, Eddie, oder was? Ja. Gib mir die doch. So eine geile Karte. Nee, die mit den Seiten sind schon alle weg. Oder? Ja. Aber müsste das dann nicht ausgekreuzt werden? Ja, die sind tatsächlich alle weg. Du heilige Scheiße, da geht ja gar nichts mehr. Ja, ich glaube, es ist vorbei. Fun Fact aus dem Chat, der Name Adolf bedeutet Edel plus Wolf. Echt? Da passt es ja wieder. Warum heißt der denn nicht Edelwolf? Edelwolf ist der deutlich bessere Name. Oh, das war eine perfide Aktion, die ich dir eventuell für den Rest deines Lebens übel nehme. Du hast wieder eine geile Straße, Nils, oder was? Dankeschön. Dass du die geil findest. Ja, scheiße. Damit hast du, damit nervst du mich jetzt, Eddie. Hätte mir mehr erwartet. Von jemandem wie dir. Das wäre jetzt aus strategischer Sicht vielleicht gar nicht so dumm, das so zu machen. Eigentlich wollte ich die da unten machen, aber... Gibt es nicht auch Ede und der Wolf? Wie ist denn die Chance, wenn da noch eine Straite kommt, ihn da abzuhalten? Das muss ich vielleicht machen. Obwohl... Aber da muss ja eine... Geht ja gar nicht anders. Was sind deine Gedanken? Lass uns teilhaben daran, Nils. Nein, ich will natürlich nicht, dass... Also Eddie hat hier noch einen hingemiepelt. Ja. So, und wenn er Zugang bekommt zu diesem Teil... Ja. Dann überschreibt er das natürlich alles. Genau, und dann hast du keine Chance und ich auch nicht, weil ich bin da ja auch noch mit drin. So, das heißt, ich muss irgendwie versuchen, ihn da wegzupimmeln. Ja.
Und das könnte ich zum Beispiel machen, also wenn hier jetzt ein Zugang gelegt werden würde. Mhm. Also wenn ich jetzt die Karte so lege, mhm, dann gehört sie ihm. Ich will die aber drehen, aber das darf ich nicht, ne? Mhm. Nee, wenn der Computer das nicht anzeigt, dann nicht, ne? Ah, das war leider für mich keine gute Karte. Gibt es irgendeine Chance, da kann ich nicht miepeln, ne? Komm ich da mal irgendwie ran? Da kann ich nicht miepeln. Ja. Naja, okay, das ist tatsächlich für mich dumm gelaufen. Muss ich mal sagen. Muss man sagen, ne? Ja, ist wirklich so. Dumm gelaufen für mich. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Spiel's mit meinen Gefühlen. Miepel, fühle, miepel, fühle, fühle, fühle. Miepel, miepel. Ja, scheiße. Ich hasse dich und deine Generation. Meine Generation? Nein, deine Generation ist echt cool. Ich muss euch schon ernsthaft. Das ist eine richtig gute Generation. Nee, ich glaube, er ist so ein bisschen jünger. Die Beste. Die sind witzig. Kacke. Bist du Millennial? Ich bin schon noch Millennial. Shit. Aber die, ja, ich würde sagen, die so. Generation, die noch nach mir kommt, die ist noch ein bisschen witziger als ich. Witziger? Ja, ja, die sind bekannt für ihr Humorverständnis. Die Generation nach dir. Für dein Humorverständnis. Ja, lass uns Humor machen, bei dem sich danach alle besser fühlen. Das ist die beste Form von Humor. Eddie, wir werden jetzt nicht über Humor diskutieren. Aha. Oh Mann. Nee, werden wir auch nicht. Mach mal lieber jetzt hin hier! Hat Bödefeld was gemacht? Das ist ja richtig dumm. Ich bin nicht dran. Achso. Sieht aus wie jemand, der dran ist? Ja, am Ende des Spiels. Wer ist denn dran? Überhaupt dran? Mara. Ebens. Oh, Mara, wie lange machst du jetzt schon? Ich mach seit 2 Sekunden. Ja, ich muss mir jetzt auch mal eine Wiese ermiebeln. Das geht ja nicht, dass ihr alle Wiesen habt hier. Ja, das ist jetzt zu spät. Aha. Was versuchst du da zu bauen? Manhattan? Mieperhattan. Das ist völlig crazy. Und auch noch einen auf die Wiese gepflanzt. Ich habe das Gefühl, ich werde dieses Spiel nicht gewinnen. Wirklich oder was? Oha, was habe ich denn jetzt hier? Ach nee, ich bin nicht dran. Das hätte ich so gut gebrauchen können. Oder? Ja, da hätte ich unten. Ich. Nee. Hä? Die Straße. Ach, diese 2 Kloster, ich sag's dir, da jagst du die ganze Zeit hinterher, dass du das irgendwie schließen kannst. Das macht eigentlich aber frei. Stand jetzt würde ich, also wenn es für dich gut läuft, hast du eine sehr gute Position. Sehe ich nicht, aber als einziger noch nichts geschlossen, wir haben noch einen Miepel. Ich weiß nicht, wie du zu dem Ergebnis kommst. Ja, weil du hast potenziell noch 18 Punkte für die Klöster, plus oben hast du noch die Miepel, also du hast eine gute Position. Ja, aber da muss ich auch die exakt richtigen Karten treffen. Und das komm, Eddie, du kannst jetzt mein Dings zumachen. Ich kann dieses Kloster nicht schließen. Nichts davon. Es ist doch einfach zum Mäusemelden. Aber du kannst jetzt mir helfen. Fabian, nichts liegt mir ferner, als dir zu helfen. Wirklich. Doch, Nils zu helfen. Liegt mir also, also dann, dann kommen wir ins Geschäft, oder? Ich bin so ein Spider-Mensch. Spider-Mensch? Spider-Mensch, was? Spider-Mensch. Er kann viel, was ein Spider-Mensch kann. Spider-Man. Was passiert denn, wenn ich das hier hinsetze? Da habe ich überhaupt nichts von. Man sieht das leider nicht, weil Fabian Krane da rumpuppelt. Okay, ja, die Regie kann ja auf Eddies schalten. Wenn ich das hier hinsetze, würde Blau profitieren. Entschuldigung, Regie, das war gar nicht so gemeint. Ich bin nur gerade ein bisschen was sauer. Was die Stadt angeht, ich könnte hier hin, hier hin. Ach nee, da ist ja schon so ein Gelber. Was ist hier? Warum ist eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen, dass er sich an meine große Burg dran baut und dann teilen wir uns einfach die Punkte? Warum ist dieses Gegeneinander eigentlich die ganze Zeit? Das verstehe ich nicht. Ihr könnt euch ja mit dazu dranhängen an meine geile Burg. Ja, die jetzt noch fertig zu bekommen. Wie, die jetzt noch fertig zu bekommen? Ja, da mitzumachen, bräuchtest du erstmal das Verbindungsstück. Ja, aber wenn wir alle mitarbeiten, dann wird das ja schon vollkommen. Wenn wir alle zusammen an der Welt arbeiten, dann... Das dürfte den Nils auch interessieren. Wenn der Krane hier irgendwann mal ein Feld hinmacht, ja, aber teilt ihr euch ein riesengroßes Gebiet.
Ja, das habe ich kein Problem mit, weil ich teile gerne. Ich bin ein guter Typ. Aber ich bin eh gerade nicht in Siegerposition. Von daher. Das bringt dir natürlich nichts, weil dann zwei Leute Punkte kriegen, ne? Ja, das Teil bringt mir so oder so nichts. Ich überlege, wie ich es am besten verschwende. Du könntest es mir schenken, Eddie. Da würde ich auch was für dich machen gleich. Das könnten wir auch vertraglich fixieren. Ey, das ist übrigens der Gipfel der Schäbigkeit. Solche Formen der Absprachen. Bitte? Das ist schäbig. Wirklich? Ja. Finde ich nicht. Doch, klar. Ich finde, in solchen schweren Zeiten muss man halt zusammenarbeiten. Miep, miep. Gerade der Kommunist schreibt ihn. Ja, Leute, Kapitalismus. Was? Was? Wurde ich gerufen? Hm? Wirklich? Mhm. Ist das dein Name? Das ist eine Kreuzung. Ja, das ist gut. Selbstverständlich ist natürlich hier eine sehr gute Wahl. Aber das ist noch nicht alles, was theoretisch mir den Tag verschönern könnte. Von daher kannst du ja, warte mal, mal kurz was nachdenken. Da steht der Pimmelmann. Geil, das sind die einfachen Dinge. Hm? Nix. Was lachst du? Nix. Sag mal bitte, worüber. Nein! Also, pass auf, ich sag dir mal, worüber ich nachdenke. Ja, sag's mir. Ich will natürlich nicht, dass Eddies Miepel hier noch auf dieses Feld zugreift. Ja. Und er hat zwei Optionen, natürlich hier oder hier. Ja. Und wenn ich jetzt das Ding hier baue, ja, dann ist die Gefahr, dass er quasi über die linke Seite kommt, ein bisschen gebannt. Du wirst dich aufreiben in diesem Kampf um dieses Feld. Ja, natürlich, das kann ja sein. Ich will dich ja auch nicht rausschmeißen. Ich will nur nicht, dass du mich rausschmeißt. Interessant, ja. Mach doch lieber irgendwo Punkte, wo du kannst. Ja. Anstatt dich da mit mir in aber so ich mache ja auch jetzt hier aufzureiben, Punkte. Weil am Ende gewinnt der Fabian, weil wir uns wieder mal aufreiben. Ja, aber wenn du mir jetzt versprichst, du eroberst das Feld nicht, dann sage ich, okay, ich lasse es. Aber das machst du ja nicht. Das wäre schön, wenn ihr euch darauf einigen könntet, ja. Im Ernst, du verstehst, was ich meine, ne? Also ich will dich ja nicht vertreiben. Ich will nur nicht, dass du mich vertreibst. Und ich überlege gerade. Na, das ist dann relativ. Das geht eigentlich ja nur so. Ja, ich muss es machen. Und dann hole ich mir hoffentlich, kann ich mir die Straße noch holen? Was war das? War das ein lustiger Gag, den ich verpasst habe? Dann hole ich mir jetzt hier die Straße. Und dann schenke ich dem Schwarzen auch noch ein paar Punkte. Und mir selber auch noch welche. Ah, wunderbar. Bitte, Mara. Weil wir Buddies sind. Yes. So. So, so, so. So, so. Seem to go. Wer ist dran? Eddie, nee. Ich bin Mara. Dran. Boah, kriege ich die überhaupt noch fertig da? Mara ist auch gut unterwegs. 13 Punkte. Tja, das ist die Frage. Alter, lachst du dich kaputt? Lass uns doch mal teilhaben. Ja, lacht sich kaputt. Ich glaube, ich baue hier oben einfach ein bisschen fertig. Ey, Mara. Hm? Du baust aber auch echt gar nicht so schlecht. Krani. Ja, was denn? Ich bin dran, ich weiß. Mara braucht da oben nur noch zwei Stücke für diese Riesenburg. Wo? Oben im Süd, Nord, Süd. Nordwesten. Hm. Das ist schon geschickt. Die Mara ist so echt geschickt, weil die sich immer so rauswieselt aus allem. Hm. Und am Ende hat die da so eine Monsterburg.
Ich glaube, Granisburg da unten fertig zu bauen, das bringt, glaube ich, nicht so viel. Moment. Moment, ich guck kurz was. Okay. Recht. Links. Zurück. Zurück. Okay, das geht schon. Geile Kreuzung. Die ist so wunderschön. Aber krass, dass wirklich noch keiner sonst ein Kloster gezogen hat. Ja, oder? Stimmt. Das ist schon ein ziemlicher Vorteil. Discobert TTV schreibt, die Mara ist eher die einzigste, die sich nicht manipulieren lässt, hat aber auch Homeoffice-Vorteil. Ja, vielleicht. Ja, das stimmt. Diese Vibes, die da von links kommen. Ja, das wäre natürlich, wenn ich dann neben euch sitzen würde, dann wäre ich natürlich direkt. Ja, das stimmt. Direkt GG. Okay, Mara, wie sieht's aus? Nee, Eddie ist dran. Eddie, Eddie. Eddie, was geht? Ja, ich checke meine Optionen. Meine Generation sagt ja oft, dass sie zu viele Optionen hat, ne? Dass das die, sagen die ja ganz gerne, ne? Ja. Welche ist deine Generation? Ist deine auch noch meine Generation? Ja, Mara, ich glaube, wir haben nur ein Jahr Unterschied, oder? Welcher Jahrgang bist du? 92. Ja. Abi oder geboren? Abi. Nee, geboren. 92 geboren. Shit. Kennt ihr die Leute, die Baujahr sagen? Das sind immer so ganz spezielle Typen. Ja, vielleicht sind es Cyborgs. Ja. Die wurden ja einfach wirklich gebaut und du bist einfach super scheiße zu denen. Ja, voll diskriminierend. Kran ist ja uralt. Ja, ich zähle auch, glaube ich, so ein bisschen daran, dass andere Leute mich für jünger halten. Davon. Was? Wo hast du jetzt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt sag mal bitte, wo du gebaut hast. Hast du jetzt so lange Zeit gelassen? Da unten? Ja, ja, der Straße. Normalerweise müsste das aufleuchten, das letzte. Ja, ja. Der hat die Straße da unten gebaut im Süd. Im ja, jetzt bin ich. Oha, ein Kloster. Das ist ja toll. Aber da habe ich auch nicht mehr mit ihr rechnet. In der Tat. Ja, das ist doch Quatsch. Sagen wir nochmal ehrlich. Ich meine, da liegen natürlich auch, warte mal, ich muss kurz nachdenken. Wenn einer Baujahr sagt, dann muss man schon das Datum schon nicht mehr kennen, dann weiß man schon über 50. Stimmt. Shoot. Ich bin, Anne schreibt, ich bin 96 geboren, wir sind auch noch okay. Ja, Robert sagt, viel schlimmer ist es, zu sagen, 30 Jahre jung. 1996 bist du geboren? Alter, da hatte ich Leute in meiner Klasse, die haben schon gebumst. Ja, die waren halt aber nicht du, Zeit. Eddie, oder? Korrekt. War irgendwie nicht das, was ich wollte. Um ehrlich zu sein. Kacke. Es ist 1996. 1000. So, warte mal, wo sehe ich nochmal, welche Karten übrig sind? Da unten, ne? Okay. Yes. Okay, pass auf. Jetzt guckt er sich. Jetzt, oh, jetzt. Ja, jetzt muss ja gucken. Jetzt die Nummer. Karte, also, die würde gehen. Oh, meine Freundin ist weg und bräunt sich. Eins von zwei. Das ist doch die gleiche. Ah, nee, das ist eine Ähnlichkeit. Oh, geil.
Eins, zwei, also noch vier drin. Mal, zack. Sind vier Stück. Ja, das könnte klappen. Könnte klappen, ne? Könnte klappen. Mhm. Ja. Bist du ernsthaft gerade ungeduldig, Eddie? Und naja, eine muss ich noch gucken. Und zwar. Es macht mir heute richtig Spaß mit euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch schön. Ja, das wird nicht klappen. Zwei, drei. Zack. Meine Freundin ist weg und bräunt sich. Geh mal. Das Gefühl war schön. Ja, komm, scheiß drauf. Dann mache ich das jetzt hier hin. Ja, das wäre doch was. Wieso mal? Hast du da irgendwelche Aktien drin? Hä, das ist doch mega. Hä? Was, wieso? Was ist, warum ist das dumm? Weil die. Das wirst du doch niemals fertig kriegen, da überhalb des Klosters. Ja, aber wo kriege ich es denn hier überhaupt? Es gibt keinen Ort mehr, an dem ich es fertig kriege. Okay, du willst dann auf die meisten Punkte gehen. Hä? Hä, ist das nicht das Ziel des Spiels? Ja. Wenn ich Glück habe. Du willst also nicht die wenigsten Punkte haben? Was ist denn das? Ist die Alternative die schönste Landschaft? Was? Ich will ihn da reinmiepeln. Ja. So, mach doch bitte jetzt einfach. Ja, ich bin jetzt fertig. Da kann ich jetzt bitte was Gutes haben. Ach nee! Nee! Entschuldigung. Na toll. Naja, man kriegt irgendwie. We built a city on rock and roll. We built a city. We built a city on rock and roll. So, kann ich mich denn mal hier noch. Du bist so ein Gitarrentyp, Eddie, oder? So ja, richtige E-Gitarren. Okay, Krani. Let's Kran out. Das geht schnell. Ja, geil. Das geht schnell. Schnelligkeit ist gut. Schnelligkeit ist gut. 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 Gut, gut. Gut, gut. Schnelligkeit ist gut. Alter, Krani, du kriegst die fucking Stadt voll. Oha. Krani kriegt die Stadt voll. Das ist geil. Das wollte ich. Zack. Geht auch schnell, Leute. Guck. Habe ich ihn befreit. Geil. Finde ich gut. Finde ich gut. Endlich befreit. Boah, ist das fuck. Ist das ein Nervenaufreiber? Boah, ist das fuck. Bin ich dran? Boah, das war meine Abwechslung richtig. Boah, ey, du hast ja. Krane hat hier auch die blauen Wiesen im Süden alle, ne? Das ist auch krass. Eins, zwei Städte grenzen schon an. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn Felder. Die sind doch alle noch im Spiel, die Karten, die er braucht. Oh, ja, 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 ja. Krane liegt hier meilenweit vorne. Ei, ei, ei. Wenn er die große Stadt hier beendet, in der Mitte ist eh Game Over. Die hat zwei Wappen, Leute. Er braucht nur noch eine Karte, um die zu schließen. Lasst euch, liebe Zuschauer und Zuschauer, lasst euch nicht von Eddie so, ist aber so einlullen. Du brauchst nur noch eine Karte, weil Nils sein Kloster dahin gebaut hat. Ja, aber das ist okay. Dann hat er es auch, finde ich, ein Stück weit verdient. Krane wollte ihn sogar noch abhalten davon, das da hinzubauen. Da hat ihm es voll geholfen. Der gerade Weg. Was? Du hast das gerade da oben hingebaut, ne? Nils? Mhm. Stark. Hm? Stark, sag ich. Oh Mann, oh Mann. Eine Miepel ist natürlich komplett verloren. Oh. Ach Mann. Schablettenkäse schreibt, ziehst durch gerade, jawohl. Ja. Ich habe ihn geküsst. Hast du gemacht, Mara? Boah, nee. Was mache ich denn hiermit noch? So. Hm. Wer ist denn dran? Nee, da kann ich nicht hin, da so Kloster. Dann mache ich es vielleicht mal noch. Zieh's durch, Mara. Ja. Tonik schreit. Was? Weird flex, but okay.
So, Krane. Heute noch? So, nee, dann kriegt Mara die Punkte ja auch. Ah, nee. Was, wo? Also ich finde, nachdem ich dir da so die Riesenstadt erleichtert habe. Ich habe diese Riesenstadt erleichtert. Ja, aber ich aber auch. Ja, guck mal, da habe ich angebaut. Ja. Hey, ja, eigentlich könnte er uns mal was Gutes tun. Eddie, ja, ich habe ihm schon zweimal geholfen. Eddie, ja, was denn? Ich helfe dir jetzt, okay? Ja. Und ich baue den jetzt dahin, mach dein fucking Kloster voll. Alter, ey, das sind 2 × 9 Punkte. Das sind 18 Punkte. Ja, und das red jetzt weiter, Krane. Ignorieren doch einfach. 18 fucking Punkte. Du wolltest doch mit mir reden. Plus, er kriegt die ganzen Burgen da oben. Das sind noch mal 9 mindestens. Ich sag's nur, mein Freund, wenn du nicht gewinnen willst, dann tritt vielleicht gar nicht vorher an. Wolltest du nur sagen? Krane. Nee, aber Eddie, ich will nur sagen, also pass auf. Alter, Krane, du machst mich fertig. Ey, du machst es wirklich. Komm, wir reden gleich. Aber Eddie, ich mach da deine Burg voll. Alter, du bist. Und im Südosten. Ich spiel gar nicht. Ich mach die sowieso voll. Ich spiel nicht mehr mit dir. Was? Wenn du ihm jetzt wirklich die beiden Kloster voll machst, spiel ich nie wieder mit dir. Brauchst du gar nicht anfragen. Ich sag, Lisa, wenn du. Nee, sofort stopp. Brauchst du mich gar nicht mehr fragen. Für dieses Format hier. Wenn du. Lass ihm jetzt 18 fucking Punkte schenken. Lass uns gleich hin. Aber Eddie, ganz kurz, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich voll, dann baust du, wenn es soweit ist, das Plättchen und machst meine Burg voll. Ich verspreche dir, ich mach das. Wenn ich es nicht mache? Ja. Weil das so, ich kann die Dummheit nicht tolerieren. Ich verspreche dir, wenn ich die Karte oben krieg, mach ich's voll. Ohne Gegenleistung. Das, außer, dass du ihm nicht hilfst. Naja, du hast ja ein Eigeninteresse wegen deinem Kloster da. Das machst du ja einfach, weil du das Kloster haben willst. Hm. Okay. Ich lass dich einfach spielen, Krane. Mach, wie du meinst. Ich schließ die Lücke so oder so. Ob du es machst oder nicht, ist mir eh wurscht. Ja, du hast natürlich die richtige Karte. Ja, gibt's aber noch. Kommt schon. Ich habe ganz andere Concerns. Ja, lass ich mir Zeit da unten. Das ist echt? Wo hast du denn noch Concerns? Ja, okay. Man sieht es nicht immer. Die Chance ist gleich. Bloß ja, hast recht. Mach's nicht. Nils, ich zähl auf dich, ne? Ja, ich hab's dir ja gesagt. Das ist auch versprochen, ist versprochen. Aber mal ernst, allein, dass du es in Erwägung ziehst, macht mich richtig sauer. Weil das ist. Wie kann man seinem Gegenspieler 18 Punkte schenken? Och nee, das wollte ich jetzt nicht. Ach, ich bin ja gar nicht dran. Nils, Versprechen sind so ein Damoklesschwert, das möchte ich nicht hoffen, ne? Nils? Schreib. Was ist das für ein Vergleich? Wie kann denn ein Versprechen ein Damoklesschwert sein? Wer hat das denn geschrieben? CCHD. Sollen wir den wegbannen? Und den glaubst du jetzt, oder was? 300 ja. Sekunden Timeout. Das sind ein Hochhaus, welches aus mehreren tausend Tonnen Stahl errichtet wurde. Punkt. Also Mods natürlich nicht bannen. Ist ja klar. Er bleibt da. Ich kenne ihn persönlich. Ihn manchmal kegeln. Wer ist eigentlich dran? Achso, Eddie noch. Naja, du bist nicht dran. Das ist auch ein gutes Konkurrenzformat. Ich weiß nicht, wie schlau es ist, auf seinem eigenen Sender Konkurrenzformate an den Start zu bringen. Konkurrenz schadet nie. Also ich würde, ja. Ich glaube, dann könnte ich mich wirklich begraben gehen, wenn die Geschäftsführer ein eigenes Gesellschaftsspielformat auf dem Sender machen würden, wo sie so denken, so, ja, nee, das, was der Fall macht, das passt mir nicht. Machen wir was eigenes auf hier. Und dann kommt so ein Typ, der auch voll in dein Profil passt. Ja, ja. Der so fast so aussieht wie du oder so. Und macht hier sein eigenes. Das ist Florian. Ja. Und ist in allem so ein Stück besser als du, nur eine Mühe. So, hat auch keine Brille, weil er volle Sehstärke hat und so. Ja. Augenbrauen auseinander. Ach ja. Etienne Gade. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du wirklich in Erwägung. Es ist mir scheißegal, wer es ist, aber das, selbst wenn ich es gewesen wäre, hätte ich mich. Also, aber.
Ich bin richtig aufgeregt. Jetzt geht's halt. Letzten 20 fucking Karten. Eddie, du musst jetzt langsam was machen. Mhm. Ja. Du, Noob Maximus schreibt, worum geht's bei dem Disput? Ja. Was soll ich dazu sagen? Im Grunde geht's um Miebel. Miep, miep. Stefan Einhoff, wie wär's mit Almost Playly? Schön als Format von Florian ohne Brille. Schablettenkäse sagt, die Show heißt dann Ihr seid. Oder Ihr seid, ja, sehr gut. Ist auch gar nicht, wie ich reagieren würde, wenn es jetzt hier so ein neuer mit Fachbereich Brettspiele anheuern würde. Ich glaube, dann wäre ich eifersüchtig. Nein, ey, Eifersucht ist, nie, ist kein gutes Gefühl. Nee, das stimmt doch nicht. Wir würden uns gut ergänzen. Nicht dran, ja. Hm. Das ist aber nicht das, was ich haben wollte. Bin unzufrieden. Ey, ich wüsste da eine ganz gute Stelle, wo das hin könnte. Das brauche ich doch überhaupt nicht. Warum habe ich denn das jetzt bekommen? Du wüsstest eine gute Stelle? Mhm. Auf die Schnelle, weißt du, hier eine gute Stelle. Ich habe auch einen im Blick. Das Tic-Tac-Toe? Ja. Erkannt. Guter Geschmack. Ist das von vorne? Das neue Hit-Album, das ist das Remake, das Remastered. So, du kennst sie besser als Sixten. Okay, das war ein früher Tic-Tac-Toe. Ah, pass mal auf hier. Was habe ich denn noch? Zwei Meebles. Hat dann Eddie dazu im Club getanzt oder was? Tic-Tac-Toe? Ja, ja, immer. Ich find dich scheiße. So richtig scheiße. Scheiße. So, pass auf, ich habe jetzt eine Idee. Boah, die sagen Scheiße im Radio. Pass auf. Die Frechen. Und zwar. Mach was. Ja, geiles. Lass mich bitte in Ruhe, ich bin auch nur ein Mensch. Ich lebe auf dieser Erde so wie du. Wir sind beide Menschen auf der Erde. Erdmenschen. Erdmännchen vielleicht. Erdmenschen. Achso, warte mal, da oben ist ja ein Pinöppel dran. Das sehe ich ja jetzt erst. Ja, ja. Warte mal. Ich habe den Pinöppel überhaupt nicht gesehen da oben. Da kann ich ja auch. Oh, scheiße, Eddie, du bist gemein. Ein Gemeiner. Ein gemeiner Etienne. Mach ich dann so ein? Oder? Shis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 h
Geiler Typ. Will ich da noch einen Meeple hinmachen? Nein, ich nicht. Alter, hast du noch mal eine Brücke gebaut, ey? 10 Punkte, Alter, auf Krane, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Krane, 20 Punkte. Ein Kloster, ich lach mich kaputt, ey. Hat er noch ein fertiges Kloster? Nee, du hast ein Kloster, Eddie. Oh, ja, das sag ich doch nicht. Dass ich noch ein Kloster gekriegt habe. Alter, du kriegst noch ein Kloster? Das gibt's doch nicht. Ja, das bringt mir doch überhaupt nichts. Das wollt ihr mir erzählen. Doch, das ist voll geil. Nee, ist es nicht. Labert mich nicht voll. Es blockiert auf Dauer ein Miepel. Kloster Ede. Oder Kloster nicht. Ja, Kloster. Klostrophobisch. Klumpen. Ja, liebe Grüße an Andreas Link. Ja, ich meine, jetzt, also ich zu diesem Zeitpunkt des Spiels, wenn er nicht so keine, wenn das nicht mehr schließen kann, ist es natürlich nicht so, aber so früh im Spiel zwei Kloster zu bekommen, ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ja. Schade, dass wir da nicht schließen können. Das hat so hässliche Lücken für Leute, die irgendwie so, keine Ahnung, penetrant bei solchen Sachen sind, für dieses Spiel ja gar nichts, ne? Die gucken sich das an und denken wahrscheinlich, what the fuck? Leute, die was? Die so, keine Ahnung, die so komische Formen. Ja, geil. Ach, jetzt habe ich vergessen, das Männchen auf das Kloster zu setzen. Ach du Scheiße. Das ist ja super. Gut gelaufen. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Ich habe versucht, ich habe vergessen, das Männchen aufs Kloster zu stellen. Ja. Aber ja. Ich habe auf Haken gemacht, aber ich hätte das anklicken müssen. Kann ich das noch rückgängig machen? Nein, vor allen Dingen hast du gerade, Nils, die Fuck-Punkte für die ganzen. Ja. Hä? Die Wiesen sind jetzt verbunden. Die Wiesen sind verbunden. Fuck. Ja, aber das ist doch gut. Ja, für dich schon. Aber wieso kann ich, können wir noch mal rückgängig machen? Ich habe nur vergessen, die Figur da hinzulegen. Geht das noch? Nee. Sicher, dass du das nicht als Host irgendwie rückgängig machst? Aber also wir können uns das ja merken. Wenn das Kloster noch zugemacht werden sollte, können wir meinetwegen. Ja, ich mach das ja jetzt natürlich nicht zu, wenn da keine Figur da drauf ist. Ja, ich sag ja, ich biete dir nur gerade an, dass wenn wir, wenn das noch zugeht, das Kloster, dass wir das dann dazu rechnen können. Aber natürlich darfst du dann den einen Miepel musst du dir dann abziehen. Ey, Krane, geht das sicher, dass das nicht geht? Ja. Das ist dumm. So, pass auf. Also, nein, ja, wir müssen nachdenken hier. Machen wir erstmal das hier. Ich glaube, ich mache das Offensichtliche. Alles andere ist ja Quatsch. Dann habe ich den ja auch noch fertig. Das ist auch okay. Ah, nee, das bringt mir nichts. Lieber den Spatz in der Hand als den Miepel auf dem Dach. Ach, Krane, du musst noch viel lernen. Mann, oh Mann, oh Mann. Kloster zählt auch ohne es zu schließen? Gleich 6 Punkte? Stimmt das? Keine Ahnung. Naja, du kriegst natürlich am Ende für auch nicht geschlossene Sachen noch Punkte. Ja, aber für ein Kloster kriegt man 6 Punkte? Naja, das, was halt drumherum ist, in dem Fall. Was? Ich dachte, man muss es schließen. Naja, ganz am Ende kriegst du ja auch für Straßen, die nicht geschlossen sind, Punkte. Was? Echt? Das hast du nicht gesagt. Doch, das ist in der Regelerklärung. Entschuldigung. Krani. Soll ich damit? Krani-Time. Okay. Bist du gerade ganz schön angespannt, oder? Fabian? Ja. Warum? Ja. Die Chancen stehen ja da. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin. Warum bist du denn so angespannt? Kann ich nicht begreifen. Hier komme ich auch nicht rein, das ist doch.
weiß, was gleich noch passiert und es gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Ich weiß, dass es passiert. Ich ärgere mich bereits jetzt. Verstehst du das? Wo komme ich denn hier noch rein? Naja, gut. Ach so. Da. Die wird eh nicht geschlossen. Nils hat, wenn ich das schließe, dann hat Nils, wenn ich den hier reinlege, dann hat Nils in der Fläche 2 Miepel. Das heißt, nee. Ja, das kann ich nicht zulassen. Das ist korrekt. Weil dann übertrumpfte Eddie, aber wie sieht, generell hat er mehr Punkte. Ja, schwierig zu sagen, wer da am Ende was bekommt. Aber das lassen wir lieber. Das machen wir lieber nicht. Ah, ich sehe, wie sich das Elend entfaltet. Naja, komm, das gefällt mir nicht gut. Dann lieber hier, Mike. Aber mal ernst, Fabian, ich glaube, dass du, also du hast da diese Burgen und die Burgen und die Burg, also er ist schon echt gut dabei. Ja, ja. Also ich glaube, es könnte ein historischer Moment werden. Du bist gut dabei. Wenn jetzt noch 1-2 Karten kommen, die du gut gebrauchen kannst, dann könnte das für dich ein Erfolg werden. Wo hast du jetzt hingelegt? Eddie. Das wäre jetzt natürlich das, was gerade gerne hätte. Hier, ne? Das war richtig nice. Eddie, was geht ab bei dir? Wie geht's dir? Was machst du? Was denkst du? Was fühlst du? Wie geht's dir heute? Eddie. Ja. Wann waren wir eigentlich jetzt mal was trinken? Noch nie. Das stimmt nicht. Ja. Bald mal wieder Fussi. Fussi gucken, Eddie. Wir beide. Fussi. Frankfurt, was geht? Fussi. Bauer. Wir zwei wieder? Hier im Irish Pub, oder was geht? Im Irish Pub, da wo ich am liebsten Fußball gucke. Tobi Escher, du nicht. Fussi. Da sind auch noch 2 Schilde drauf, ey. Also wenn du die Karte da bekommen hättest, die Eddie jetzt hat, dann hättest du gewonnen. Mhm. Auf jeden Fall. Das war. Warst du davor dran oder danach? Davor. Wow, okay, ist natürlich Pech. Ein Zug. Mhm. Eddie, wir beide Fussi. Du hast doch noch den Nils, der hat dir doch versprochen, da die Karte reinzusetzen. Ja, ich hoffe auch, dass er sich an seinen Versprechen. Ja, wenn ich sie kriege, mache ich das. Ich werde, das ist natürlich mein Untergang auf vielerlei Ebenen, aber ich habe es versprochen, also mache ich es auch. Aber ich würde mich natürlich nicht drüber freuen. Ist doch klar. Laste. Oh. Nur noch 12 Karten, Leute. Ja! Weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Du liegst doch vorne. Ja, aber durch deine Dummheit wird natürlich Nils gewinnen. Was für eine Dummheit? Was habe ich denn Dummes gemacht? Du wirst es sehen. Ich glaub mir, ich kenne es seit 15 Jahren. Es ist. Ja, aber Kran. Es geht seit. Nils, wir brauchen noch nicht drüber reden. Wir sehen es doch in 20 Minuten. Wer recht hat. Lass uns doch einfach warten. Okay. Du meinst, weil ihr euch schon seit Giga kennt, oder? seit der Kita. Seit der Kita. Ihr kennt euch doch schon seit der von Kita. Kita.de. Das war geil. Ach Gott.
darf ich dann nicht, ne? Oder ist schon? Okay, scheiße. Da ist auch schon. Da ist schon. Schade, dass das so lang dauert. Ich hätte eigentlich direkt gehabt, Bock gehabt. Immer wenn ich das Gefühl habe, langsam habe ich das Spiel verstanden, ist es zu Ende. Und dann spielen wir das nie wieder. Bis ich es wieder vergessen habe. Pass auf. Ich mache das jetzt folgendermaßen. Ah, nee, das geht nicht. Scheiße. Das würde gehen. Ja. Okay. Wer ist dran? Ach, das ist aber jetzt schlecht. Lol. Ah, oh, ist das hart. Oh, das ist hart. Wieso? Ja, guck doch mal. Da denkst du mit anfangen, oder was? Ja, das. Aber warte. Selbstverständlich. Hä, das ist doch perfekt für dich gerade. Wenn er das jetzt hätte, wäre das. Ja, aber es hat Mara ja. Ach, Mara ist dran. Ja, das ist natürlich ganz bitter, weil dann gibt's keins mehr von den Dingern, oder? Gibt's noch eins? Guck mal. Doch, eins gibt's noch. Eins noch, ne? Ah, gut. Und du hast immerhin, wenn Nils es kriegt, zählt's auch. Das heißt, du hast eine 50% Chance, dass du das noch schaffst. Ey, weißt du was? Ich werde am Ende diese Karte kriegen und dann muss ich sie legen, weil ich es versprochen habe und dadurch kollabiert einfach alles. Aber so ist das Leben. Du könntest davon noch einigermaßen profitieren, wenn du es schaffst, deine Kirche da einzuschließen. Dazu müsste diese Straße hier vollstreckt werden. Und dafür brauchst du eine Karte mit. Kannst sogar ein Double Whammy machen. Würdest du den Grauen da oben noch? Ja, aber dem Grauen würde ich ja helfen dabei noch. Dann bräuchtest du. Und, ja, also es würde ich. Ja, es geht. Eins, aber, zwei, der mindestens. Preis ist zwei, zu hoch. Drei. Noch drei Karten, die dir helfen. Aber ich müsste einen Preis zahlen, den ich zahlen kann. Also ich glaube wirklich, dass Kran gleich dieses Spiel gewinnt. Ja, zumindest wenn wir als Altersschwäche sterben. Ja, dann gewinnt er, ja. Ach Mann, ey, mit so einem schönen Klöstern. Naja, will ich, dass Eddie gerade mehr Punkte hat? Nee, ne? Durch die Wiesen? Weil ich könnte es ja da hinlegen. Ich bin das Problem, ja. Naja. Gut erkannt, die vielen Besitztümer, die ich habe. Aber ich mach's nicht, weil Nils will ja auch die Punkte haben, ne? Und du gibst mir. Du willst mich da eigentlich ernsthaft rausschmeißen, nachdem ich gerade gesagt habe, ich halt. Genau, genau, ja, genau, das wollte ich jetzt nur noch mal manifestiert haben. Nee, leg mir jetzt nicht wieder aus, als ich hätte drüber nachgedacht. Ist okay. Wir sind Freunde. Fussi und so. Aller Krane, ey. Oh, dieses Wort. Sagt man das nicht mehr? Ey. Willst du, dass der Nils gewinnt oder nicht? Das musst du dich fragen, wer dein größter Konkurrent ist. Denk doch einfach mal schlau. Hast du mal auf Mara geguckt? Hast du auf dem ganz ehrlich, Eddie, ich meine, ich bin hier gar keine Gefahr. Oh Gott, ich werde dieses Spiel nicht gewinnen. Ja, so nicht. Doch, so schon, wenn Krane jetzt mal. Nein. Ernsthaft, werde ich wirklich nicht. Krane ist. Da seht ihr auch mit den ganzen Klöstern und so. Nein, ist, Nils. Er hat es wirklich geschafft. Er hat es wirklich geschafft, weil du so naiv bist, hast dich von ihm manipulieren lassen und jetzt steckst du in seiner Manipulationsfalle. Rechne das doch, das machen, was schlau ist. Rechne das doch einmal durch. Natürlich. Du bist doch die größte Konkurrenz für ihn um den Sieg. Das ist doch einfach klar. Wenn man das schon nicht sieht, dann brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Ja, ich glaube. Und wenn er jetzt nicht versucht, dich abzuschütteln, dann kann ich das nicht mehr hier ernst nehmen. Sorry. Ja. Ihr seid einfach albern. Aber dann labert mich auch nicht voll. Wer ist denn jetzt dran? Ich bin dran. Dabei freue ich doch mal darüber. Ja, da freue ich mich auch. Sieh doch mal die positiven Sachen im Leben. Wir gehen bald alle zusammen zum Fussi und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
gibt's denn hier jetzt noch? Ach fuck, das gibt's ja gar nicht mehr, das Scheißteil. Was? Ich denke, das ist noch eins. Ja, ja, doch, aber. Ja und? Das ist was meinst gut. du? Also gibt's noch eins oder gibt's nichts? Ja, ja, doch. Ich dachte, hab gerade an was anderes gedacht. Das war hier gerade vergebende. Oder? Warte mal. Achso. Was geht, Eddie? Ja, ich rede mit dir nicht mehr. Was? Du hast schon die Fuchtel von Nils gestellt, da musst du auch damit leben können. Aber ich kann dir jetzt nicht mehr helfen. Das ist mir zu albern. Da werden Allianzen geschürt, die machen überhaupt keinen Sinn. Allianz Arena. Oh mein Gott! Einfach nur das Kind. Wie so ein Kind, was überhaupt nicht zuhört. Einfach. I love Lamp. Wollt ihr nicht mal Kranz Bundesliga einladen, überhaupt mal? Was? Jens Jeremies. Ja, ja, ja. Am Ende wirst du gewinnen und dann hast du alles richtig gemacht. Ja, auf jetzt! Ich muss tatsächlich mal eben gucken, ich habe Mara auch völlig aus dem Auge verloren. Aber ja. Aber die arbeitet ja auch schon an diversen Dingen, das muss man auch mal sagen. Ja, aber ich glaube, uns ist allen klar, dass Krane sehr weit vorne ist. Jetzt hör auf, echt, das ist Hohn, blanker Hohn. Nils hat auch nicht das richtige Teil. Und jetzt kriegt's wahrscheinlich gleich wieder Mara und dann können wir hier alle nach Hause gehen, ey. Das wäre etwas, das wäre eine schöne halbe Stadt, die ich verbauen könnte. Shit, ey. Ach gut, ich brauch die Pause, echt. Wo mach ich das denn jetzt mal? Aber ich ärgere mich so, dass ich vergessen habe, diesen einen Miepel da aufs Kloster zu setzen. Das ist echt wieder mal so ein Dummheitsfehler, wie er mir leider immer passiert. Ich verstehe das nicht. Miebel, die Miebel, da Bubiel, da. Shit, ey. Na, mal gucken, was gibt's denn hier noch? So einer ist da noch? So einer ist da noch? Krane, das ist doch noch eine von denen, die du brauchst. Ja, ja, eine ist noch da. Ja, es steht die Chance 50-50, dass du. Ja. Vielleicht ich richtig rockst. Ja, genau, ich beschädige dich ja nur noch. Ja, ja, aber weil Mara kriegt es gibt keine mehr. Aber wenn ich das jetzt nicht bekomme, dann bekommst du das bestimmt. Ja, so ich, ist, es so ist keine gerade mehr da, die ich für die Straße brauche, die ich noch schließen wollte. Aber ist egal, komm, ist egal. Müssen wir nicht weiter. Stark. 4 Punkte. Boy. Ich hätte auch was riskieren können, aber habe ich nicht. Lieber die Spatze auf dem Spitz als ein Sputz auf dem Spätz. Ja, ja. Ja, man kennt's. Ach Mann, auch das ist ja jetzt richtig schlecht. Krane kriegt das 4 Seiten Stadtfeld safe, schreibt Max Klose. Ja, das wäre natürlich geil. Aber was bringt das? Nee, das ist, glaube ich, eine ironisch gemeint. Das ist richtig schlecht, ja. Oh, Mensch. Kann ich da nicht irgendwo noch... Okay, Leute. Du bist eigentlich geboren, Krane. Soest. Der Insel? Ja, genau das, ja. Die Berühmte. Jawohl! Yes!
Wie bitte? Alter Schwede, da kriegt er wirklich dieses Teil noch. Na toll. Na, siehst du? Ja, war ja 50-50. Ja. Wenn Nils es gekriegt hätte, hätte er das auch geschafft. Ja, das ist aber auch okay. Das hast du dir auch verdient. Und jetzt kriegst du noch alle Wiesen als Alleinherrscher, sodass du jetzt komplett DG hast. Guckt euch das an. Und guckt ihr das mal an, dass ihr alle Wiesen gehört. Das ist das Allerschlimmste. Das ist jetzt auch noch komplett die Punkte da. Du hättest es ja auch für ihn gemacht. Du brauchst dich am wenigsten beschweren. Du hättest ihm diesen Deal auch angeboten. Du hast ihm angeboten, das Spiel für ihn zu gewinnen. Guck mal, und jetzt habe ich die Vorherrschaft über die Wiese auch zurück. Jawohl. Ja, starke Leistung. Geil! Warte mal, das ist noch. Noch ist nicht alles zu Ende. Du hast nur 46 Punkte. Plus 1, 2, 3, 4, 5. Nur 5 Burgen. Kann man dazu nur sagen. Nur 5 Burgen. Das sind dann ja nur was? 15 Punkte nochmal obendrauf? Das sind ja lächerlich 61 Punkte. Ich glaube, wir können dich noch kriegen. Es sind noch 5 Karten drauf. Hast du gut gemacht, Fabian. Hast du verdient? Es ist noch alles drin. Zu wem? Schreibt Nico D. Es ist noch alles drin, schreiben. Ja, wer weiß, was das jetzt hier mit diesen Feldern noch auf sich hat. Mit den Wiesen. Naja, das sieht man ja. Du hast ja selbst, bei den Wiesen führst du ja. Der Wiesenfürst. Wenn schon nicht Oktoberfest, dann Wiesen dieses Jahr, wenn ich es hier. Oh, jetzt, ach Mann, ich werde so schlecht sein. Ach, na gut. Okay, oh, ich bin ja so ein Trottel, ey. Hätte ich das mal, wieso habe ich das nicht gemacht? Ach, ich bin so doof gewesen. Das war nicht so besonders smart. Der Wiesenkrane, ey. Shit. Das ist, wieso hat er denn da so viel von den Liegen, ey? Ja, weil die, was hat das dann die Wiese wieder mit connected? Hey? Shit. Wo ist denn der zweite? Ach, da. Die sind noch connected. Ach, das ist doch. Ich muss zugeben, dass ich das aber selber nicht. Riesengebiet. Riesenwiesen. Riesenwiesen. Oh nee, ist auch noch das letzte seiner Art. Ach nee. Ja, ich krieg den Scheiß auch nicht mehr. Ich muss es da einsetzen. Da bist du auch schon drin. Ach, das ist aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hm. Geil. 2 Punkte haben oder nicht haben. Ja. Schreibt auch. Ach, Krane, ich hasse dich. Ach, na toll. Das stimmt nicht. Ja, aber ihr habt ja alle auf ihn gehört. Ihr habt euch ja von ihm einlullen lassen. Der Krane, der tut immer so unschuldig. So, oh, ich bin gar nicht, ich bin ein Glücksbärchi. Aber auch ein Fohlen noch, ein Glücksbärchi-Fohlen. Und ich kann niemandem was. Aber durch seine gutherzige Art hat er euch alle manipuliert. Gratulation. Aber wenn du in die Pubertät kommst, kannst du die Schiene nicht mehr machen. Aber dann müsst ihr mir auch mehr zahlen. Wenn ich in die Pubertät komme. Ich meine, so als Kleinkind jetzt gerade. Ja. Da könnt ihr das noch machen. Oh geil, ich habe dieses eine Feld. Das Riesensch-Ding. Den Riesenschlongo. Ja, wo packe ich den denn jetzt hin? Der ist ja komplett Tutu komplett. Das Kloster, gib mir das Kloster, bitte gib mir das Kloster. Gib mir das Kloster. Gib mir das Kloster. Gib mir das Kloster. Wo kann ich dir das denn hinlegen, damit das keinem was nützt? Ey, aber übrigens, by the way, mein Freund, ne? Du hast 34 Punkte. Gib mir das Kloster. Also, Eddie, ne? Mhm. Ja, aber es geht um die Endabrechnung. Ja, aber ich meine nur, also du hast dein Licht schon sehr unter den Scheffel gestellt. Ich habe mein Licht überhaupt nicht über den Scheffel gestellt. Ich habe nie was zu meiner Position hier gesagt. Ich habe nur gesagt, dass du oder Krane gewinnst. Also exakt, ja damit richtig. Ordnest du dich doch selber auf. Ich krieg's natürlich nicht, das Scheißkloster. Nils, ich habe dir noch 2 Punkte hier gegeben, weil du immer so fair zu mir warst hier. Oben rechts. Das in der Endauswertung kriegst du ja nochmal die Stadt. Kriegst du ja 1 Punkt pro Plättchen. Ach echt? Ja, ja, für unvollständige Städte. Ach so, ist ja. Aber nur 1 Punkt. Und Wappen auch nur 1 Punkt. Immerhin. Ja, kein Problem. Besser als ja auch nichts, ne? Genau, ja. Ja, das ist ja eher diese Burg, das ist echt die Masterburg, ey. Die hat's in Team. Und die sieht auch ein bisschen aus. Guck mal, die hat so 2 Beine. Und dann hat die so ein. Das ist wie so ein Brachiosaurus. Oder so. Siehst du das? Ja. Sieht aber auch ein bisschen aus wie Italien. Ja.
schön. So, da habe ich das letzte Plätzchen hier, oder was? Was Plätzchen, lol. Ich krieg ein Kloster. Ich lolte. Ja gut, aber wo kann ich das denn noch groß hinsetzen? Oh, jetzt hätte ich es vielleicht doch noch. Ach, ich bin ja so doof. Nein, das weiß man natürlich vorher nicht. Das weiß man. Eigentlich bin ich überhaupt nicht doof. Nee. Aber man weiß es halt vorher nicht. Die Leute da draußen wissen, dass du nicht doof bist. Danke. Aber es ist halt, wenn ich dann da war, dann hätte ich jetzt, hätte ich mich da noch reingezeckt, dann hätte ich das noch schaffen können. Fabian, dann hätte ich das noch schaffen können. Ich hätte so gerne das Kloster. Das ist zum Kotzen. Das war 50-50. Natürlich. Ja, das ist echt, ja. Das ist auch echt unfair. Nur drei Klöster und dann noch. Okay, Leute. Ja. Du kriegst jetzt noch das Kloster, oder was? Ja. Ja, aber. Du bist. Du bist. Du bist. Champion of the World. Okay, also ich könnte es da reinsetzen, da kriegst du. Also ich krieg das ja nirgendwo mehr voll, ne? Ich könnte es da reinsetzen. Schabadu. Da kriegst du auf jeden Fall noch Punkte, ne? Warte mal, wenn ich da reinsetze. Da bin ich ja, ah, voll dumm, guck mal. Ich aber auch. Da bumse ich mich selbst dann aus dem. Fuck, deshalb wollte ich das Kloster aus dem Dingsbums raus. Das mache ich natürlich. Das wäre perfekt gewesen, hätte ich dich noch schön aus der Wiese gequetscht. Das stimmt. Da gebe ich Fabian noch. So 50-50 Chance, dass ich das Kloster kriege, wenn ich jetzt da rausgequetscht hätte. Also, wieso willst du das denn? Weil ich dich hasse. Aber warum? Weil ich dich durchschaue. Vielleicht täuschst du dich auch einfach. Schon mal darüber nachgedacht. Ja, scheiße, dann ist ja eure ganze Zeit seit Giga ein großes Missverständnis. Ach. So, ich mache jetzt hier das. Ach, und, Krane, ey. Aber wenn ich da noch einen mehr hätte, habe ich aber nicht. Wir aber das wäre mega geil gewesen. Dem Krane gehört das ganze Spielbrett. Marga, was hast du eigentlich gemacht die ganze Zeit? Ja, du. Jetzt mal ganz ehrlich, das heißt, du hast doch genauso viele Karten gekriegt wie wir, du hast gar nichts gemacht. Ich hatte kein einziges Kloster und nichts. Ja, brauchst du kein Kloster, du hast keine einzige Wiese genommen, die von Bedeutung ist. Du hast irgendwelche Städte gebaut am Ende der Welt. Es wurde überschrieben, meine Wiesen. Nee, einfach Quatsch gespielt, Mann. Guck mal, der kriegt auch noch Straßen, der Krane. Ja, kompletter Quatsch. So, jetzt kommen deine ganzen Klöster. Oder hast du die schon bekommen? Nee. Ich habe einen vergessen einzusetzen, das wäre so easy, 6 Punkte. Städte. Ja, die Mara pinnappelt sich da noch mal ein bisschen nach vorne. Kleine Schritte. Sag mal vor, wie sind so? Und das ist jetzt das, wo du richtig bummst, ey. Null. Oh, Alter, guck dir das an. Ja. Wie viel? 180. 9 gibt dieses ganze Gebiet nur. Das ist so lächerlich. Null. Null. 9. 6. Jetzt kommt noch irgendeine Scheiße. Das war's. Ja, gut gespielt, Grani. Dieses eine Stück. Zum Glück. Ey, es tut mir leid, aber ihr wisst selber, wie wenig ich gewinne in meinem eigenen Format. Und das ist jetzt auch einfach mal, die Freude ist auf meiner Seite, okay? Zu Recht, du hast gut gespielt und das hast du dir verdient, ist doch alles gut. Ja. Vielen Dank dir, vielen Dank, Eddie, vielen Dank, Nils, vielen Dank, Mara. Das war Du bist geht jetzt in die Sommerpause bis nach der Gamescom, weil ich vollumfänglich in die Gamescom-Vorbereitung mit einsteige und das Format auch gerne mal ein kleines Päuschen gönnen kann. Und wir hoffen natürlich auch einfach, dass wir nach der Gamescom wieder zusammen am Tisch spielen können und das wieder analog zocken können. Ganz kurz, das Format geht aber nicht in die Pause. Sondern? Ne, weil der Florian Krone, den wir eingestellt haben, der übernimmt das jetzt. Ja. Und dann geht's natürlich weiter mit Ihr seid und wie die ganzen anderen Nachfolgeformate, die in der Pause sind, alle so heißen. Ich würde sagen, lasst mal ein Like da, kommentiert dieses Video, welche Spiele wollt ihr zukünftig in diesem Format sehen und dann sehen wir uns bald wieder. Habt einen schönen Sommer. Und ja, denkt immer dran, Gesellschaftsspiele sind Super, Trumpf. Würfel. Cool. Macht's gut. Tschüss.